Der 12. April 2024, 19:30 Uhr. Es ist Zeit für die abgefahrenen GT Challenge. Heute mit dem vierten Lauf live von Misano. Mein Name ist Niklas Pürmann und an meiner Seite kommentiert wie immer mein Bruder Max mit mir. Ja, schönen guten Abend zusammen. Genau, man sieht es im Hintergrund. Heute haben wir keinen Regen, aber auch keine Sonne. Die Sonne verschwindet nämlich gerade. Heute wird es dunkel. Wir haben heute das erste und einzige Nachtrennen in dieser Saison und freuen uns schon auf ein hoffentlich interessantes Spektakel. Und ja, die Laternen sind auch schon an, dass wir gleich gut was sehen können. Aktuell haben wir noch bessere Bedingungen. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal in das Standardprogramm rein. Wir schauen einmal in den Chat und anschließend in die Wertung. Denn wir haben ja schon ein paar Rennen hinter uns. Und wer weiß, was sich da so bewegt hat. Ja, man könnte fast sagen, dass nach dem Rennen heute Saisonhalbzeit ist. Ja. Aber erstmal in den Chat, da hat Igel schon vor Streambeginn was geschrieben gehabt, nämlich Servus zusammen und die beiden Kommentatoren sind mal wieder gespannt, wie es heute geht. Ja, es geht, du hast ja quasi schon gesagt, heute in der Nacht los. Es haben sich leider ein paar Fahrer abgemeldet, aber da werden wir gleich noch zu sprechen drauf kommen. Und auch Fabian Schmitz ist mit am Start, mit Hey ho, heute bei Nacht die Frage, das Fragezeichen, aber da hast du ja auch gerade schon, wie gesagt, zugesagt. Und Igel 52 hat gerade auch nochmal geschrieben, das Regenrennen war klasse. Ja, die einen mochten es, die anderen hassten es. Ja. Und haben auch noch Nachrichten nach dem Rennen erreicht. Aber der Regen, der wird niemals verbannt aus der GT Challenge und es wird auch noch Nachschub geben, früher oder später. Ja, wer weiß, welches Rennen das betreffen wird. Heute sind wir auf jeden Fall auf Misano. Wir sehen, dass die Autos auch schon wieder im Hintergrund auf der Strecke unterwegs sind. Ich bin gespannt, was da heute alles auch zeitlich wieder geht. Ob die Nissan dann wieder ganz vorne sind, wie es bereits auf Kyalami der Fall gewesen ist, oder ob wir dann wieder ein anderes Fahrzeug vorne sehen. Aber mal schauen. Jetzt haben wir erstmal die Wertungen für euch. Beginnen mit der Fahrerwertung. Nach dem dritten Lauf. Hier gab es einen Führungswechsel. Marcel Aporius hat hier entsprechend die Führung jetzt übernommen. Mit der vollen Punktzahl aktuell 50 Punkte. 2x25 plus das Streichergebnis, wo er dann nicht gewonnen hatte. Aktuell demnach auf der 1 und die eine Position gewonnen. Die hat er mit Björn Bredin getauscht, der jetzt Zweiter ist mit 45 Punkten. Hatte da entsprechend seinen Rennsieg beim Saisonauftakt. Und ja, ist dann, glaube ich, kommt das hin? Zweiter oder Dritter geworden? Nein, auf jeden Fall Zweiter. Genau. Genau. Jedenfalls Zweiter mit 45 Punkten und da, ja, die Position verloren. Dann Marc-Gewinner, eine Position gewonnen, ist jetzt auf der 3 mit 36 Punkten. Auch Fabio Petriga hat 3 Positionen gewonnen, ist mit 27 Punkten jetzt auf der 4. Sebastian Konrads unverändert auf der 5 mit 26 Punkten. Ebenfalls unverändert ist Henrik Latting auf der 6 mit 21 Punkten. 4 Platzierungen verloren hat leider Tobias Liesaus, ist jetzt 7. mit 20 Punkten. Wieder unverändert Daniel Bord auf der 8 mit 19 Punkten. Dahinter punktgleich Carsten Rosenjäger auf der 9 und Alexander Holzwart auf der 10. Carsten Rosenjäger da mit dem, ja, besseren Ergebnis in den letzten drei Läufen als Alexander Holzwart. Ja, war ja tatsächlich auf Kyalami gewesen, nachdem er bei uns im Interview war. Die zweite Seite wird von Daniel Bührmann angeführt. 15 Punkte hat er auf dem Tacho, hat aber 2 Positionen verloren und ist auf diese zweite Seite gerutscht. Benjamin Rösler, 12 Punkte, hat insgesamt 4 Positionen gut machen können jetzt nach Kyalami. Daniel Ziegelin auf der 13, wiederum 2 Positionen verloren und ist punktgleich mit Robin Ahrweiler auf der 14. Laurent Goldschmidt, aktuell noch 15. mit 7 Punkten. Und dann kommen jeweils 6 Punkte für Julian Siebert und Manuel Stoje. Jeweils 9 Positionen gewonnen, beziehungsweise 4 Positionen verloren. Richard Fichte hat 4 Punkte inzwischen auf dem Konto, ist 18. Ich meine, die 4 Punkte hat er auch auf Kyalami alle geholt. Genau. Und Thorsten Petriga ist bei dem ganzen Auf und Ab drumherum auf seiner Position 19 geblieben mit 4 Punkten. Und Sebastian Tobe, Runde 2, Seite 2 ab 20. 3 Punkte, 3 Positionen verloren.
Genau, dann haben wir noch eine dritte Seite. Da haben wir Erdi Hensel auf der 21 mit 3 Punkten. Er hat da 3 Positionen verloren. Carsten Wahlmann auf der 22 mit seinem Punkt von Monza hat da 2 Platzierungen leider verloren. Alle folgenden Positionen bisher nicht in den Punkten gewesen, mit 0 Punkten dementsprechend. Auf der 23 Mike Gilson, auf der 24 Moritz von Rützen, auf der 25 Alexander Kusch, Platz 26 Claude Franzens und auf der 27 Carlo Pedersoli. Ja, so viel zu der Fahrerwertung. Meine Güte. Sind auch Teams. Entschuldigung, Apol ist gerade über die Linie gekommen. Also schon mal der kleine Spoiler, da wird es bestimmt gleich interessant mit der Zeit. Ja, die Teamwertung. Leipart eSports mit einem guten Abstand, aktuell auf der 1, auch unverändert. 86 Punkte haben sie da und liegen dann auch schon 38 Punkte vor dem nächsten Team. Das da wäre Heiterbu Motorsport Louvre, 48 Punkte auf der 2. Unverändert auf der 3 NSBF Racing mit 41 Punkten und ebenfalls unverändert auf der 4 Heiterbu Motorsport Lot mit 34 Punkten. Dann auf der 5 haben wir Pity Racing mit 31 Punkten und einen Positionstausch gab es dann mal wieder zwischen den Plätzen 6 und 7. Multi 21 Racing haben wir jetzt mit 27 Punkten auf der 6 und Leipart eSports Academy auf der 7 mit 26 Punkten. Genau, dann kommt Bikini Universe Motorsport, die sind auf der 8. Position mit 18 Punkten geblieben. Caro Racing dahinter 17 Punkte, auf Position 9 auch Position geblieben und auf die erste Seite geschummelt hat sich jetzt PGH Racing. 2 Positionen vor, 9 Punkte, 10. Platz. Und dann schwenken wir noch auf die zweite Seite mit den 4 Teams, die da offen stehen. Racing Brothers auf der Position geblieben, 7 Punkte, 2 Positionen verloren hat das Team Hampel, also Manuel Stoje, 6 Punkte. Richard Fichte hat mit seinem RF GTC 4 Punkte gesammelt, eine Position gut gemacht und damit Hope Racing auf die letzte Position verwiesen, die auf 3 Punkte aktuell noch kommen. Genau. Das waren die Wertungen. Im Chat kam noch ein guten Morgen von Stefan. Jo, moin! Genau. Ja, so. Ich hätte auch gerne bis jetzt geschlafen, um ehrlich zu sein. Ja. Jetzt kriegen wir auch Lust zum Schlafen, wenn es dunkel wird im Hintergrund. Wir sehen, es wird, der Himmel, der wird auch entsprechend immer dunkler. Die Sonne, das Orange von der Sonne verschwindet immer weiter. Ja. Wobei ihr seht es gar nicht so deutlich, weil jetzt gerade schon die Einblendung für die Strecke da ist. Wo wir denn heute sind? Wir sind auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli. In Misano Adriatico in der Emilia Romagna in Italien haben eine Streckenlänge von 4,226 Kilometern bzw. 2,626 Meilen. Wir haben insgesamt 16 Kurven, wie ihr sehen könnt, auch auf der Track Map, wobei wir da auch wieder den einen kleinen Bogen mit Turn 7 haben, wo man sich streiten kann, ob das wirklich eine richtige oder vollwertige Kurve ist. Wir fahren im Uhrzeigersinn. Wie so oft. Und eröffnet wurde die Strecke am 4. August 1972. Ja, und das, was wir in der letzten Saison hatten, waren, dass wir euch mal die eine oder andere Kurve präsentiert haben. Das haben wir in den ersten 3 Läufen leider nicht hinbekommen, mit Misano aber jetzt wieder zurückgeholt. Deswegen schalten wir jetzt einmal um. Ach, stimmt, die Bilder. Ich habe auch endlich daran mal wieder gedacht, tatsächlich. Und das, obwohl ich nicht ganz fit bin, aber vielleicht war es gerade dieser Aspekt. Was ihr seht, sind die ersten 3 Kurven, worauf wir den Fokus legen. Das wird natürlich gleich beim Start eine kriminelle Nummer eventuell. Wir haben Platz, falls mal eng wird. Aber ich kann euch sagen, ich bin hier im Ferrari auch, bevor ich erkältet war, ein paar wirklich schnelle Runden gefahren. Und wenn ihr in Turn 1 innen reinkommt, die Curbs können allerhand mitgenommen werden. Ich glaube, man kann sich da die Runde aber innen ungültig fahren, wenn man zu viel drüber fährt. Und wenn man dann in den zweiten Linksknick reinfährt, sind die Randsteine deutlich höher und aggressiver in dem Moment, sodass das Auto dann versetzt. Sollte man also aussparen und vor allem ist es auch wichtig, sich in Turn 2 nicht ganz raustragen zu lassen, weil es folgt ja dann dieser lange, lange Rechtsbogen Turn 3.
Und da ist eben die Traktion sehr wichtig, dass man nach innen kommt. Je mehr die Reifen abnutzen, desto schwieriger wird's. Aber dadurch, dass wir in die Nacht reinfahren, Rennstart 23 Uhr, fallen die Temperaturen ja auch noch, sodass der Reifenverschleiß heute eigentlich gar kein Thema sein dürfte. Mhm. Ja, wir gehen weiter zu den Kurven 4 bis 6. Genau. Ich hatte mir extra die Trackmap noch aufgemacht. Dieses erste Bild, das war übrigens die Variante der Pazzo. Und jetzt kommen wir zu Rio. Hier die Doppel rechts und Ausgang links raus. Das ist wirklich eine sehr knifflige Kurvenkombination. Und die sieht insgesamt schneller aus, als sie ist. Man muss quasi, ihr kommt von rechts oben rein in die Kurvenkombination. Und dann ist das so, man nimmt wirklich innen so viel Strecke und AstroTurf mit, wie es überhaupt geht. Man cuttet da, wo man kann tatsächlich. Und wichtig ist auch hier wieder, man fährt den ersten Rechtsbogen sehr, sehr eng, lässt sich dann anhand dieser grauen Linie auch wirklich nach außen tragen und cuttet dann in die zweite rechts rein und hält sich dann möglichst weit wiederum auf der rechten Seite, um den Schwung nämlich durch Turn 6 mitzunehmen. Bei Turn 6 ist es so, dass man innen den Randstein voll mitnehmen kann, nur nicht zu weit innen, weil auch da ist irgendwann mal Track Limit. Und wenn man zu weit rausrutscht, sind erstens wirklich hohe Randsteine wieder, die das Auto versetzen können, wenn es sehr tief gelegen ist. Und da macht dann ACC ja auch sehr schnell einen Cut raus. Genau, dann überspringen wir mal den Bogen Turn 7 und gehen zurück direkt zu Kurve 8. Genau. Ich gehe fast davon aus, dass es eine der Hotspots heute wird, wo man überholen kann. Je nachdem, wie man oben durch Turn 6 rausgekommen ist, ob man eventuell sogar lupfen muss, weil man schon drei Cuts gesammelt hat, wird Turn 8 dann vor allem auch am Start, aber auch im Rennverlauf guter Überholpunkt werden, weil hart reingebremst wird. Im Ferrari ist das vom fünften bis in den zweiten Gang runter. Und auch hier, man hält sich eigentlich lange außen während des Bremsvorgangs und lässt sich dann nach innen reinfallen. Und wenn man im Apex ist und eine gute Traktion auf die Straße kriegt, beschleunigt man da unten auch schon durch, so dass man dann mit quasi zwei Reifen, den beiden linken Reifen, auf dem Curb ist und mit dem Rest des Autos quasi auf der Auslaufzone. Da ist ACC wieder sehr großzügig. Er war auch Thema unter den Fahrern vor dem Rennen jetzt gewesen, schon vorher im Discord, dass ja Misano eher die MotoGP beglückt und weniger die GT3. Aber es ist nun mal heute, wie es ist. Und den Fahrern ist bekannt, dass die Stellen doch relativ großzügig sind, sodass da keine Nachteile entstehen. Ja, und Turn 8, der Ausgang, ist doch sehr wichtig, weil wenn wir jetzt zum nächsten Bild kommen, kommt Turn 9 und 10. Da kommt ihr quasi rechts oben oder mittig in das Bild reingefahren. Ich sag euch, die Kurvenkombination ist doch krimineller, als sie jetzt scheint. Erstmal, man fängt quasi schon in Turn 9 an, gerade Richtung Turn 10 zu bremsen. Und zwar Turn 9 innen am Curb und bremst dann Richtung außen, sodass man gerade einen Bremsvorgang hat und dann fährt man Turn 10 quasi eng, dass man möglichst früh wieder ans Gas kommt, um eben Richtung Gegengerade die maximale Speed mitzubringen. Was ich selber bei LFM erlebt habe in einem Rennen, dass da auch überholt werden kann und dass da teilweise sehr wild überholt werden kann. Man kann da quasi voll in über die Randsteine drüber fahren, außerhalb der weißen Linien. ACC lässt die Runde gültig und ja, in meinem Fall hat es eine Kollision gegeben, weil ich einfach auch nicht damit gerechnet habe, dass das eben noch alles gültig war da. Ich hoffe nicht, dass wir heute da solche Vorfälle dann erleben werden. Ich hoffe auch nicht. Kommen wir zu den nächsten Kurven, 13, 14 in dem Fall. Ja, jetzt muss ich einmal gucken, wie das Bild aussieht. Da schwenkt es um. Genau, insgesamt könnte man schon fast sagen, ich gucke nochmal kurz auf die Trackmap. Geht das quasi schon mit Turn 12 da ganz... Nee, Quatsch, du hast recht, 13, 14. Tatsächlich. Das ist quasi der letzte Teil von der Dreifach rechts und dann in die Hairpin rein. Ich habe davon jetzt das Bild gemacht, weil die beiden rechts zuvor, Turn 11 und 12, die gehen flat.
Und Richtung Turn 13 wird es dann auch kriminell mit dem Bremsen. Man hat keinen richtigen Bremspunkt. Aber wenn man ein paar Runden gefahren ist, kriegt man ein Gefühl dafür. Auch da heißt es, so weit innen wie möglich in die Kurve reinfliegen. Und damit mit reinfliegen meine ich auch reinfliegen. Das werden wir auch hinterher erleben, wenn wir bei einem Fahrer die Hotlap mitfahren. Man muss außen aufpassen aus Turn 13 raus. Man muss wirklich so weit raus, wie es geht. Weil links ist dann so ein weißer Strich. Den kann man als Bremspunkt für Turn 14 nehmen. Aber wenn man da zu weit rausrutscht, ist ACC auch knallhart und macht die Runde einfach unnötig. Turn 14 ist dann so, dass man nicht überschießen darf, weil sobald der Apex innen auf ist, wird wahrscheinlich auch eine Attacke von dem Hintermann geben, weil eben so viele Überholmöglichkeiten dann auch nicht sind hier. Gerade wenn die Fahrer sehr ähnlich schnell unterwegs sind. Und der Ausgang aus Turn 14 ist auch wieder wichtig, denn ich glaube, Turn 15 habe ich jetzt nicht extra ein Foto von gemacht. Nein. Turn 15 ist quasi die Linkskurve, die danach kommt, und die kann man je nach Setup und Auto auch wieder flat fahren. Und also im Ferrari konnte man sie auf jeden Fall Vollgas fahren, ehe wir dann, glaube ich, zur letzten Kurve kommen. So sieht's aus. Und da können wir eigentlich sowohl die Boxeneinfahrt als auch die Strecke einmal besprechen. Fangen wir mit der Strecke erstmal an. Ihr habt da das Bremsschild, wo der rote AstroTurf beginnt, ist quasi ein Distanzschild zur Kurve. Da ist etwa der Bremspunkt. Und je nach Auto wird man da wahrscheinlich bis in den zweiten Gang, wohl tendenziell eher dritter Gang, runtergehen. Auch da seht ihr, dass innen die Curbs sehr, sehr dunkel sind. Auch da fährt man nämlich innen so weit rüber, bis es eben maximal gültig ist. Und dann am Ausgang auch wieder Vorsicht. Wenn das Auto zu tief ist, setzt man auf, weil da wieder Randsteine außen im Kurvenausgang sind und auch die Track Limits wieder ein Thema werden. Ich habe es hier auf Misano nicht erlebt, wenn man da mal in der Qualifikation cutten sollte, dass dann die nächste Runde sofort ungültig ist. Aber je nachdem, wie viel die Fahrer cutten, würde ich das nicht ganz ausschließen. Und dann haben wir ja, wie gesagt, die Boxeneinfahrt. Die ist meiner Meinung nach langsamer als die Strecke außenrum. Man muss da doch ein bisschen mehr bremsen. Der Reifenstapel, der da mittendrin ist, ist ein Thema. Je nachdem, wenn man ein bisschen sehr knapp an die Box ranfährt. Irgendwo da auf der Höhe muss auch nochmal nachgebremst werden, damit man den Linksbogen kriegt. Und bis zum Boxenschild ist noch ein Moment, also bis das Boxenlimit beginnt. Heißt, man kann da gegebenenfalls nochmal Zwischengas geben, und dann hoffe ich wirklich, dass alle Fahrer auch rechtzeitig die 50 km/h erreicht haben und hier nicht unnötig Strafen sammeln. Ja, Misano quasi jetzt einmal in Ruhe vorgestellt. Genau. Würde, glaube ich, jetzt, bevor du wieder das Wort übernimmst, einmal kurz nochmal in den Chat gucken. Ich weiß ja gar nicht, ob du schon wieder da drauf zugreifen kannst. Ja, tatsächlich. Gut, weil Snake hatte vorhin geschrieben. Ich glaube, dass das Claude Franzens ist. Guten Abend, wünsche dem Team RB1, damit meint er die Racing Brothers, viel Glück heute Abend. Konnte leider nicht mitfahren, da ich nicht zu Hause bin, und allen anderen Fahrern auch viel Glück. Stefan, war schon arbeiten und bin danach 3 Stunden Rasentraktor gefahren. Auch schön. Oh. Ja. Das ist dann das Racing auf der Wiese. Ja, ich hatte kurz gedacht, er meinte den Landwirtschaftssimulator damit, aber nee. Das wird dann richtige Arbeit gewesen sein. Dann Fabian Schmitz, aber damals noch anti-clockwise, soweit ich weiß. Jetzt weiß ich leider nicht, worauf sich das bezieht. Auf die Fahrtrichtung auf der Strecke. Ja, gut. Aber das so informiert habe ich mich jetzt gar nicht. Aber wenn das hier mal anti-clockwise ging, dann werde ich mich, glaube ich, nochmal schlau machen, weil dann wäre ich schon neugierig, wie das mal ausgesehen hat hier. Das stimmt. Und René Rüttersworden, schönen guten Abend, herzlichen Glückwunsch nochmal zu den Siegen auf Sandford. Nur an die Zuschauer, ich konnte Mittwoch nicht mitfahren, weil ich krankheitsbedingt noch weniger drauf war als heute. Und da hat René einfach wieder beide Rennen gewonnen und ist da auf dem besten Weg, die Meisterschaft jetzt schon frühzeitig wirklich sich einen gehörigen Vorsprung rauszufahren. Ja, und dann, was hast du denn noch so zu sagen? Ich würde jetzt erstmal die Zeiten einblenden, die jetzt noch nicht auf direktem Wege wollen. Da sind sie.
Wir haben im Moment, ja, Marcel Aporius ganz vorne. Nein, 32.445, dahinter Marke Winner, der zweite Nissan-Fahrer, mit etwa weniger, oder etwas weniger als 2 Zehntel dahinter. Da ist schon wieder die große Lücke da. Das wird auf jeden Fall interessant werden. Carsten Rosi war aktuell auf der 3, Sebastian Konrads auf der 4. Und wir sind heute insgesamt 18 Fahrer, wie man jetzt schon in den Tower finden kann. Etwas weniger als üblich. Aber normalerweise müssten wir sogar 19 sein, weil wir waren mit den ganzen Abmeldungen, glaube ich, 18. Aber Moritz von Rützen hatte ja gerade geschrieben, dass er noch kommt und der ist ja vor allem auch auf dem Server. Aber ich bin gerade am überlegen, welcher Fahrer uns denn jetzt verloren gegangen ist. Ja. Gute Frage, keine Ahnung. Ja, aber ich kann euch jetzt schon sagen, das ist ein gehöriger Schock gewesen, als der Marcel Aporius gerade die 32.4 gefahren ist. Weil, ich hatte ja auch gesagt, ich bin hier im Ferrari gefahren. Erstmal ein bisschen Rennpace. Da waren wir bei mittleren 33ern. Und ich würde mich jetzt nicht... Ich bin klar, ich bin jetzt gerade nicht so intensiv auf Misano eingefahren, sag ich mal. Nordschleife kam auch raus, man ist viel Nordschleife gefahren zu den Tagen. Und Misano bin ich eine halbe Stunde gefahren und Quali-Pace bin ich Ferrari auch gefahren. Und das war bei ähnlichen Temperaturen eine 32,9 und mit Biegen und Brechen wohlgemerkt. Das soll nur nochmal untermauern, wie stark die Nissan-Fahrer gerade wieder hier sind. Das ist ein gehöriges Brett, was die anderen Fahrer hier zu bohren haben. Definitiv. Wobei im Training hat man ja auch immer so die Frage, wie leer sind die Fahrzeuge, um da entsprechend Rundenzeiten zu setzen. Wobei ich jetzt gerade nicht glaube, dass die allermeisten Fahrer tatsächlich noch mit Rennbetankung unterwegs sind. Da tatsächlich jetzt auch mal Qualifikationsrennen ausprobieren. Ja. Aber also das wird sich gleich dann nochmal final zeigen. Genau, bei Marcel Aporius war ich tatsächlich auch aufs Auto gesprungen in dem Moment, als er über die Ziellinie kam mit der 32.4. Ich hab's ja auch verlauten lassen. Genau. Ja, und er hat sofort angehalten danach und hat sich zurückgesetzt. Ich glaube, dass die Zeit dann auch absolut leer war. Dass dann nichts mehr im Köcher ist. Ich hoffe es zumindest. Tendenziell hätte ich auch gedacht, dass die Ferrari noch eine Spur näher dran sind. Jetzt weiß ich auch, wer verloren oder noch nicht da ist. Wir haben Carsten Rosenjäger, der hat aber gleich noch die Quali-Strafe. Wegen Bummeln im letzten Sektor auf Kialami. Fabio Petriga, hätte ich eigentlich auch da in der Region erwartet, aber der ist aktuell gar nicht auf dem Server. Deswegen weiß ich nicht, welche Zeiten er hier fahren kann. Aber ich meine, der war vorhin schon mal da gewesen. Und abgemeldet hat er sich auch nicht. Und im Briefing war er da und ich glaube, im TS ist er auch vorhanden. Deswegen rechne ich eigentlich damit, dass der Fabio gleich auch noch wiederkommt. Mhm. Vielleicht nochmal einmal, wobei Neustart des Rechners kann es nicht sein, sonst wäre er am TS auch nicht. Aber vielleicht irgendwas in die Richtung, nochmal Einstellungssache. Ja, komm, 3 Minuten 11 hat er noch. Es soll E-Sportler geben, das habe ich gestern bei Mavix gesehen, als er die Pro Series gefahren ist. Der hat seinen Gaming-Rechner quasi neu gestartet, hat aber einen zweiten Rechner angekoppelt, damit der Stream weitergelaufen ist. Hm, das kann man so auch machen. Ja, deswegen, also ausschließen würde ich es jetzt nicht. Einer oder zwei, die mir gerade noch positiv auffallen, sind einmal Daniel Ziegelin in seinem McLaren auf der 5. Position, steht aber aktuell in der Box. Und Laurent Goldschmidt mit seinem McLaren auf der 7. Position ist gerade auch noch auf der Strecke unterwegs. Es sieht so aus, dass der McLaren hier relativ gut geht. Aber jetzt bei 21 Grad heizen auch die Motoren oder drehen die Motoren richtig auf. Je kälter es wird, desto mehr können die Motoren ja ihre Leistung umsetzen. Ich bin wirklich gespannt, was anhand der Track Limits hier so abgehen wird und wie sehr die Track Limits hier das Rennen eventuell sogar entscheiden können. Ja, das wird noch so ein Thema. Ich weiß gar nicht, hatten wir noch nicht allzu viele Durchfahrtsstrafen tatsächlich aufgrund von Track Limits?
Nee. Bleibt zu hoffen, dass sich das heute nicht ändert. Fabio Petriga ist gerade wieder auf den Server gekommen. Und Sebastian Konrads konnte übrigens auch die Lücke zu Gewinner und Apurius etwas schließen. Ist immer noch relativ groß, aber nicht mehr allzu groß. Riesig. Ja. So, Igel 52 fragt, wo sind die BMW-Fahrer? Ich glaube, wir haben eigentlich auch nur einen BMW-Fahrer, wenn ich mich jetzt nicht vertun. Das ist genau. Henrik Latting. Und Henrik hat sich heute aufgrund, ich zitiere ihn jetzt einfach mal, wenn ich ihn denn finde, hat sich aufgrund einer Verpflichtung beim realen Sport, in Klammern Fußball, abgemeldet. Wir hatten schon befürchtet, dass beim letzten Mal viele Fahrer nicht da sind wegen Karfreitag, aber es ist tatsächlich heute der Tag, wo sehr viele nicht da sind. Was aber das? Gut. Ja, aber solche Tage soll es dann einfach auch geben. Genau. Unterm Strich, es gibt ja ein Streichergebnis, also. Genau. Da kann man sich auch mal erlauben, ein Rennen auszusetzen. Eben. Und damit es eben für die Fahrer nicht so langweilig wird wie letzte Saison, haben wir extra deswegen gesagt, dass nicht mehr die Top 25 Punkte kriegt, sondern nur noch die Top 15. Wir sind 19. Heißt, auch im hinteren Feld ist die Motivation trotzdem da, auch wenn nur 19 Leute sind. Um in die Punkte zu fahren, muss man sich hier heute wieder anstrengen. Ich glaube nicht, dass wir in so einem Favoritensterben kriegen wie auf Kyalami, wo wirklich einige verloren gegangen sind. Oh, Gewinner. Nee, Aporius hat sich nochmal verbessert. Ich werd verrückt, ey. Na, wer weiß, vielleicht sehen wir die 31er. Nee, das glaube ich nicht, weil er hat sich wieder sofort zurückgesetzt. Und dieses Zurücksetzen ist ja an sich nicht gerne gesehen. Und wenn man es macht, darf man nicht mehr rausfahren. Genau, zumindest in der Qualifikation. Jetzt im Training steht es dem Fahrer noch frei. Das genau. Vielleicht noch anzumerken. Nee, tatsächlich waren oder ist nur ein Fahrer mit einem BMW angemeldet im Feld. Ich glaube, ich weiß gar nicht, den Gaststarter, ja. Den wir auf Monza hatten. Der hatte noch einen BMW, der war aber auch tatsächlich nur auf Monza mit seinem Gaststart dabei. Genau, Axel Foley war es gewesen. Genau. Der das Feld ganz schön in Stimmung gebracht. Ja, aufgemischt, danke. Aufgemischt ist das perfekte Wort. Ganz schön aufgemischt hat. Ja, und seitdem der BMW nicht ganz so beliebt. Auch der Audi an sich nicht ganz so beliebt. Ich bin tatsächlich auch Audi gefahren, bevor ich den Ferrari gefahren bin, weil ja unser Bruder Daniel auch Audi fährt. Und ich muss euch sagen, das ist ein himmelweiter, also Unterschied wie Tag und Nacht, diese beiden Autos, Ferrari und Audi. Ja, und du hast es jetzt schon eingeblendet. Genau, das nochmal der Hinweis. Carsten Rosenjäger darf erst bei Restminute 10 die Box verlassen, weil er in Sektor 3 auf Kyalami im Qualifying so stark abgebremst hat, dass er damit andere Fahrzeuge hinter sich aufgehalten hat. Und das exzessive Reduzieren der Geschwindigkeit im dritten Sektor ist laut Regelung verboten. Wer ist genau, der Erste, der rausgefahren ist? Ist Aporius. Heißt, wir kriegen gleich eine ganz schnelle Runde zur Vorstellung. Bevor wir dazu kommen, aber noch ein Wort zur Quali-Strafe. Er ist dabei nicht der Einzige geblieben. Es ist auch Daniel Bord verwarnt worden. Genau, das wird mit 5 Minuten Reduktion, aber der ist heute nicht da, die Strafe, die schiebt sich dann nach hinten und das nächste Rennen, das ist ja dann tatsächlich Snetterton. Da freue ich mich wirklich schon riesig drauf, weil ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt, wie Snetterton mit der GT-Challenge hier harmonieren wird. Oh ja. Snetterton, Watkins Glen, Red Bull Ring und Paul Ricard, 4 Strecken. Und auf einer wird es Minimum noch die Chance auf Regen geben. Ich muss gestehen, oder ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, seitdem es Snetterton in Assetto Corsa Competizione gibt, dass ich diese Strecke jemals hier geladen habe. Oha. Ich glaube, ich habe sie tatsächlich einmal geladen. Aber laden, jetzt fahren wir mit Aporius. Der lädt nämlich jetzt sein Nissan auf die schnelle Runde. Und da geht es auch direkt durch die letzte Kurve los. Da sehen wir auch schon, wie viel da eben mitgenommen wird durch die letzte Kurve. Und dann Richtung Variante del Passo. Ganz weit außen anfahren, 50 Meter, kurz vorher bremsen, innen ganz weit drüber. Wie ihr seht, zieht der Nissan um die Randscheine, gar kein Thema. Immer wieder die Randscheine innen mitnehmen, soweit es geht. Aktion passt, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen weit gekommen.
hier, wo die Wiese beginnt, bremsen und dann eng die Turns 4 und 5, wie angesprochen. Jetzt ganz eng und außen halten, damit die Positionierung von Turn 6 stimmt, damit man voll durchbeschleunigen kann. Das sah sehr gut aus. Und dann runter Richtung Turn 8, Richtung Querzia, auch wieder außen anbremsen, bei 100 Metern rein in die Bremse. Trailbraking in den Apex rein, so früh wie möglich wieder ans Gas, sah auch sehr ruhig und sauber aus, sehr vernünftige Traktionskontrolle. Und jetzt ganz tricky, Turn 9, gerade reinbremsen, Turn 10 eng anfahren, über den Randstein maximal mitnehmen, früh ans Gas, außen raustragen lassen und maximale Pace mitnehmen. Und jetzt kommt eine mega Kurvenkombination, Turn 11 voll, innen drüber, Weg sparen, raustragen lassen, Turn 12 innen drüber, oder auch nicht. Und hier dann den Bremspunkt außen treffen, innen cutten, außen raustragen lassen, noch weiter nachbremsen, paar Hairpin eng zufahren, zweiten Gang hier wieder raustragen lassen, so weit den Bogen ziehen, wie es geht, damit man hier voll fährt. Und das war knapp mit dem Track Limit. 50 Meter Schild, Bremse, innen cutten, außen raustragen lassen. Auch das ist sehr knapp mit den Cuts. Und dann haben wir eine Runde schon geschafft und die wird ungültig. Genau. Ja, und dann gucken wir mal, wer hier überhaupt als erstes schnelle Runden hinkriegt. Markewinner 1:33:130 vor Thorsten Petriga. Dann schiebt sich Björn Bredin gerade dazwischen. Alles noch relativ große Abstände. Tobias Liesaus setzt sich gerade auf Platz 3. Alexander Holzwart auf Platz 4. Genau, der nächste, der gültig ist, ist tatsächlich erst wieder Marcel Aporius. Alle anderen ungültig. Ja, wir sehen es jetzt auch ausnahmsweise heute auf dem kleinen Teil der Trackmap, wie viele Fahrzeuge da mit einem blauen Punkt hinterlegt sind. Das sind Fahrzeuge, die die Strecke verlassen haben, zumindest ihre Runde ungültig gesetzt haben. Was sind Trackmap aktiviert? Das sind auch von meinen Testfahrten auf der Nordschleife tatsächlich. Mit der großen Trackmap lässt sich ja nicht viel anfangen. Da hatte ich mir mal die kleine eingeblendet, um zumindest zu sehen, dass wenn die Fahrzeuge da verunfallen. Ich überlege doch gerade, ob das für den Stream so clever ist oder ob man das dann in der Pause gleich ausmachen sollte. Ja, das mache ich gleich aus. Okay. Aber dann seht ihr zumindest, ich will jetzt nicht unbedingt ins Menü reingehen, weil mir schon sehen, was auf der Strecke passiert. Genau. Marcel Aporius kommt gerade wieder durch den letzten Sektor und ich bin mir ziemlich sicher, dass der jetzt auf die 1 fahren wird. Aber auch letzte Gewinner Kurve. Dahinter, 2/10. Beide Nissans im Parallelflug. Genau, das ist eine 1:32:630. Marc-Gewinner setzt sich dahinter, hat den Abstand verkürzt. Beziehungsweise ist er erstmal prinzipiell auf die 2 zurückgefallen, konnte aber von einer halben Sekunde auf etwas weniger als 3/10 verkürzen. Ja, Bredin weiter Dritter, kann die Position da behaupten. Liesaus, keine Verbesserung, Delta. Holzwart keine Verbesserung, doch Verbesserung, Vierter jetzt. Bührmann hat die Runde in der letzten Kurve noch ungültig gefahren, bisschen schade. Petriga ist glaube ich der Nächste, genau, Fabio vor auf die 4, zeitgleich mit Björn Bredin und Konrads nochmal eine Zehntel schneller. Julian Siebert kommt jetzt als Nächstes auf der 11, 4/10 im Delta. Ja, 4/10 haben keine Position gebracht und Richard Fichte, letzter Sektor, 16. Position aktuell, keine Zeit, aber gültig. Und da danach Manuel Stoja auf der 12. Ach, hat die Runde jetzt ungültig gefahren. Letzte Kurve war Richard Fichte selber draußen gewesen. Ungültig. Moritz von Rützen auf der 19. Und Daniel Ziegelin auf der 8 mit 6/10. Hoffentlich blockiert ihn Moritz von Rützen da jetzt nicht. Ich glaube, die letzte Kurve, das geht sich gerade so aus für Daniel Ziegelin. Wow. Halbe Sekunde im Delta, kann zumindest, doch kann sowohl Tobias Liesers als auch Alex Holzwart abfangen und auch von Rützen mit einer gewerteten Runde. Aporius minimal schneller, 30.000stel konnte rausholen. Thorsten Petriga auf der 9, 2/10 im Delta. Und danach Tobias Liesers, 2/10 im Delta. Aktuell auf der 8, 1,7 Sekunden hinter Platz 1. Setzt sich jetzt auf 7, damit vor Alexander Holzwart. Sebastian Konrads, dritter Platz, 1/10, 2/10 drin, könnte zumindest den Abstand nach vorne ein bisschen aufbauen, beziehungsweise sich nach hinten absichern. Und dann müssen wir auf Julian Siebert, der hat 7/10, ist siebter aktuell,
könnte zumindest Lauren Goldschmidt abfangen, der sich wiederum aber direkt verbessern kann und aber nicht antworten kann. 8000stel hinter Jutt. Knapp. Und wieder Richard Fichte mit dem nächsten Versuch eine gültige Runde zu fahren. Aktuell 18. Dann 15, dann kommt gleich die letzte Kurve. Genau, und Rosenjäger unterdessen auch ins Quali-Geschehen eingegriffen jetzt. Auch das wieder war wieder knapp. Aber gültig. Er setzt seine Zeit und damit sich auf Platz 13. Doje 14. Eine halbe Sekunde immerhin drin, hat aber einen riesen Abstand nach vorne. Ja, halbe Sekunde bringt ihn. Ja, bleibt auf Platz 14. Aporius, eine Zehntel, letzte Kurve. Der untermauert seine Polzeit jetzt noch einmal. 32,4. Damit haben wir fast die Zeit aus dem Training. Thorsten Petriger auf der 9 mit 4 Zehntel. Rosenjäger 9. Genau, aber Thorsten, wieder 9. Ja, verbessert. Tobias Liesaus, 7. mit 2 Zehntel. Vor auf die 6. Konrads Box. Fabio Petriger auf der 5. Zeitgleich mit Björn Bredin. Er braucht nur eine Tausendstel, hat aber ein Zehntel, 2 Zehntel. Das könnte eventuell sogar Richtung Konrads funktionieren. Scheitert knapp an Konrads. Der nächste auf Verbesserung ist Holzfahrt, aber noch sehr früh auf der Runde. Manuel Stuhl mit 2 Zehnteln, aber der ist im Mittelsektor, ne? Ja. Richard Fichte ist aber vor ihm, hat aber eine Zehntel positiv, also ist Stoje der Nächste, der negativ ist. 2 Zehntel drin. Der hat aber auch immer noch eine Sekunde Abstand nach vorne. Ja, jetzt kommen 4 Zehntel, 5 Zehntel, 6 Zehntel. Wer weiß, vielleicht hat er hier langsamer gemacht oder irgendwie Zeit liegen lassen. Aber jetzt bleibt es bei 6 Zehntel im grünen Bereich. Die letzte Kurve noch erwischen, bloß nicht zu weit rauskommen. Da kommt er definitiv nicht zu weit raus. Bleibt bei den 6 Zehnteln, wird aber auch die Position behalten. Platz 15, aber jetzt nur noch 3 Zehntel etwa Rückstand. Weiterhin ohne Zeit sind Daniel Bührmann, Michaelsen und Alexander Kusch. Ich guck gerade, wer der nächste ist. Carsten Rosenjäger, 5 Zehntel auf die 6 vor. Boah, die Zeit muss er im letzten Sektor geholt haben, weil der war bei plus minus 0 auf der Gegengeraden. Nicht schlecht. Die 411, Julia Siebert, hat immerhin eine Zehntel drin. Sehr ruhig, der Porsche. Und dahinter Robin Ahrweiler, das zweite Auto hinter ihm, mit einer halben Sekunde im Delta. Da geht's um Position. Julian Siebert jetzt bei plus minus 0, Robin Ahrweiler bei 4 Zehnteln. Und auch da kommt ihm wieder das Heck. Jetzt ist die Frage, verbessert er sich leicht? Das sieht nicht so aus. Der Abstand bleibt gleich. Robin Ahrweiler kommt über die Linie und setzt sich auf die 11. Oh, der Rookie der letzten Saison. So, wer ist gültig und schnell? Die Spitze war an der Box oder viele Fahrer jetzt gerade an der Box, um sich neue Reifen zu holen. Ja. Ah, und dann haben wir ein richtiges Knoll dahinter, Julian Siebert. Robin. Ich meine, Lauren Goldschmidt, der war ungültig gefahren gerade, aber da ist ein riesen Knoll gerade. Oh, man sieht es ein bisschen auf der Trackmap. Rosenjäger, 2 Zehntel, letzter Sektor. Eine Zehntel, 6. Platz aktuell, könnte Björn Bredin gefährlich werden. Kommt durch die letzte Kurve, weil das könnte auch schon wieder sehr eng werden. Ja, ist aber gültig. Moritz von Rützen übrigens kommt jetzt auch durch die letzte Kurve mit Verbesserung. Platz 5 für Rosenjäger. Hat er Bredin abgefangen und Moritz von Rützen plus minus 0 leider. Ja, hat sich aber leicht verändert die Zeit. Damit nur noch Alexander Kusch ohne Zeit. Vielleicht jetzt, aber auch da kommt er zu weit raus. Die dürfte ungültig sein. Ja. Confirm. Eine auf Verbesserung ist Carsten Rosenjäger. 2 Zehntel. Daniel Bühlmann ist zwar auch grün, aber der ist ungültig. Genauso wie Richard Fichte. Nee, Richard Fichte ist in der ersten Kurve.
Es ist dann tatsächlich wieder Carsten Rosenjäger und der könnte jetzt in die zweite Startreihe vorfahren, wenn er die Zeit über die Linie bringt. Ist gerade in Turn 10 unterwegs, fährt jetzt auf die Gegengerade raus. Gegengerade natürlich in Anführungszeichen. Es geht jetzt zwar ein Stück geradeaus. Vielleicht gehen wir nochmal ins Cockpit mit dem Ferrari. In die dreifach Rechtssitz rein. Einmal in den Curb austragen lassen. Richtung Curb austragen lassen. Hart reinbremsen. Dritter Gang oder vierter Gang sogar. Oh, ein bisschen weit weg vom Apex. Und das dürfte unmöglich sein. Ja, tatsächlich. Ach, ist das ärgerlich. Als Ferrari-Fahrer lebt man mit, wenn man in einem Ferrari mitfährt. Man kann es fühlen. Genau. Kann ich meine Emotionen dann auch nicht bremsen. So, wo bleiben die Momente, um zu schreien? Richard Fichte, jetzt in der Hairpin, letzter Sektor. Halbe Sekunde hat Richard Fichte drin. Das könnte Richtung Robin Ahrweiler gehen. Jetzt sind es nur noch 3 Zehntel. Weil nur noch ist ja auch wieder relativ. 4 Zehntel. Ah, wird eine Verbesserung. Das bringt ihn auf Platz 12. Knapp hinter Robin Ahrweiler. Laurent Goldschmidt, 2 Zehntel im Delta. 14. Platz fährt jetzt auch noch in die Lücke Ahrweiler Fichte, glaube ich. Wobei 3 Zehntel, das könnte sogar davor gehen. Das geht Platz davor. Vor Ahrweiler. So, die Spitze ist im Moment bei plus minus 0. Da dürfen wir ja nicht verpassen, Mensch. Tobi Liesaus ist bei einer Zehntel positiv. Björn Bredin ist bei plus minus 0. Wobei eine Zehntel hat er. Vielleicht schalten wir mal auf Björn 6 da. Der braucht nicht viel auf Carsten Rosenjäger. Der unterdessen einer, übrigens mit 2 Zehnteln unterwegs. Genau, und einer mit Mega-Delta ist gerade Daniel Bührmann. Platz 5 für Björn. Carsten Rosenjäger wieder in der... Oder... Ja, Schuld. Muss wieder kontern. Daniel im Moment auf der 15. 7, 8, 10. Komm, Jung, bring die letzte Kurve rum. Oh, oh. Boah, ist das gültig. War knapp, passende aber Sekunde gültig. Jetzt. Platz 11 für Daniel Bührmann. Runde. Ich weiß, wie er manchmal am Kämpfen ist, so gültige Runde zu fahren. Deswegen Top-Runde in dem Moment. So, wer ist noch schnell unterwegs? Ich guck gerade mal, wo hier wer ist. Marc Gewinner hat gerade eine Zehntel drin. Und ich glaube, der ist der weiteste von den ganzen Leuten. Und Alexander Kusch. Wir schalten jetzt mal auf Kusch. Der ist im Moment 19. Muss noch durch die letzte Kurve und ist gültig. Jetzt vielleicht. Und jetzt vielleicht. Mensch. Das sieht gut aus. Ja, das war auf jeden Fall im Track Limit. Platz 17. Super. Und jetzt können wir auf Marc Gewinner schalten. Er kann zumindest, ah, es sind sogar die letzten Runden. Aporius hat keine Verbesserung mehr drin. Gewinner kann sich noch eine Zehntel sichern, wenn es gut läuft. Aber die Pole ist nie in Gefahr gewesen. 1 Zehntel. Tobi Liesaus. Ein bisschen mehr als 3. 2 Zehntel. Tobi Liesaus, 2 Zehntel. Sehr weit. Alex Holzwart, 1 Zehntel. Der könnte Tobi noch die Zeit streitig machen. Plus, minus 0, leichte Verbesserung. Fabio kommt noch, aber auch 2 Zehntel positiv. Carsten Rosenjäger kommt jetzt durch den letzten Sektor. Und der hat 2 Zehntel noch. Der könnte sich auch noch verbessern. Ah, nein, die Hairpin war nicht gut. Da ist der Linksblinker an. Richard Fichte ist ungültig. Genau. Moritz von Rützen eventuell noch. Der hat eine Zehntel. Der könnte auch noch den letzten Platz abgeben. Oh, 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 oh. Es war gültig. Aber rot. Und das ist Zeit verloren. Ja, genau. 4 Zehntel positiv. 5. Damit kein Fahrer mehr auf einer schnellen Runde. Alle rot bei uns. Ja, wobei Kusch ist bei 1 Zehntel. Deswegen hat ACC auch noch nicht abgewunken. Oh, Kusch kommt noch. Kusch hat eine Verbesserung. Oh, ah, da kommt er zu weit raus und damit ist die Session dann vorbei. Das ist ärgerlich. Ah. Ja, eine gute Quali. Ja. So, die Megaspannung ist ausgeblieben. Das stimmt. Weil einfach die Nissans zu dominant sind. Aber wir haben ein strammes Paket da von Platz 3 bis 6.
Es könnte wieder der letzte Podestplatz spannend werden. Das hatten wir auf Kialani schon. Genau. Ja, Marcel Aporius mit einer 1:32.455 auf der 1. Marc Gewinner kommt mit einer 1:32.765 dahinter. Und. Nein, doch. Oh. Und Sebastian Konrads auf der 3 mit einer 1:33.115. Dann schon 6 Zehntel hinter Aporius. Ja. Vielleicht gehen wir noch mal kurz in die Zeittabelle. Das können wir nicht. Dann halt nicht. Die Platzierung kurz. Könnt ihr da entsprechend noch am linken Bildschirmrand sehen. Können wir ja gleich auch noch mal durchgehen. Jetzt vielleicht einen kurzen Moment in die Pause. Genau, damit wir die kleine Streckenkarte da mal ausmachen können. So sieht's aus. Bis gleich. Sind wir wieder von der Startaufstellung hier auf Misano für das vierte Rennen dieser Saison in der Nacht. Startzeit 23 Uhr, ein paar Minuten später. Wir fahren gleich noch eine Einführungsrunde. Genau, während der Einführungsrunde können wir ja nochmal Auto für Auto durchgehen, dann können wir auch so das Quali-Ergebnis nochmal ein bisschen durchgehen. So sieht's aus. Das ist ja gerade ein bisschen kurz gekommen. Ja, genau, große, so sieht es aus. Große, dicke Überraschungen sind irgendwie doch jetzt ein bisschen ausgeblieben. Aber es ist wieder Leipert Esports, die vorne die ersten drei Positionen belegen. Es ist wieder Fabio Petriga, der vorne mit seinem Ferrari ärgern kann. Björn Bredin im Porsche auf der 5, der Meisterschaft Zweiter. Wird heute wohl wieder Punkte auf Aporius verlieren. Die Wucht der Nissans scheint einfach zu stark. Ich bin aber mal gespannt, wie die Nissans sich auf Sedan schlagen werden. Doch eine sehr kurvige Rennstrecke. Mhm. Ach, doch, genau. Sehr unruhig, sehr eng. Daniel Ziegelin, wieder Top-10-Ergebnis zum aktuellen Zeitpunkt.
hat das ja auch auf Kyalami schon geschafft, aber wer erinnert sich nicht, Daniel Ziegelin ist in Kyalami dann am Ende von hinten losgefahren, weil technische Probleme, glaube ich, waren es gewesen. Mal gucken, wer sich heute fürs Interview qualifiziert. Hier noch sehr gewillt. Genau, Lichter gehen an, Fahrer gehen ins Cockpit. Die, die das Licht jetzt noch nicht anhaben, die werden das jeden Moment noch tun. Und es ist noch mal ein Grad kühler geworden. Und los geht die wilde Fahrt. Genau, eine entspannte Runde für die Tageszeit angemessen. Es ist Ingame 23:05 Uhr. Genau. Pulsetter im Bild. Genau, Marcel Aporius. Dahinter haben wir Marc Gewinner. Die beiden Fahrer bilden die erste Startreihe. Dahinter Sebastian Konrads auf der 3. Fabio Pitriga folgt auf Platz 4 vor Björn Breten auf der 5. Dann haben wir Carsten Rotenliga auf der 6. Tobias Isaus auf Platz 7 mit seinem Lamborghini. Ebenfalls im Lambo unterwegs ist Alexander Holzrath auf der 8. Und dann haben wir Ferrari Thorsten Pitriga auf der 9. So, und wer sich jetzt wundert, warum wir nur noch 18 sind. Es ist ja nicht so, dass wir das gerade geschinkt hätten, aber es ist Daniel Ziegelin, der gerade runtergeflogen ist. Oh no. Also, es ist unglaublich. Keine Ahnung, was da los ist. Dadurch rutscht Daniel Bührmann jetzt in die Top 10 sogar vor. Der Junge hat gestern auch überlegt, gar nicht heute mitzufahren, weil er den Audi gar nicht hier auf Misano eingestellt bekommen hat. Jetzt ist er schon 10. Laurit Goldschmidt auf der... Oh, geht neben die Strecke in der Einführungsrunde. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Ja, sorry. Goldschmidt auf der 11. Position in seinem McLaren, in dem einzigen McLaren jetzt zum aktuellen Zeitpunkt. Robin Ahrweiler auf der 12. Position mit dem zweiten Mercedes im Feld vor Richard Fichte im Ferrari auf der 13. Julian Siebert auf der 14. Position vor Manuel Stoje, der aktuell auf dem letzten Punkteplatz ist. Letzte drei Positionen gehen an drei Porsche. Und zwar ist es einmal Alexander Kusch, Mike Gilson und Moritz von Rützen. Rechtzeitig, denn jetzt sind wir schon im letzten Sektor gleich, sodass die Fahrer ins Double-File gehen, wie ihr seht. Und jeden Moment der Start freigegeben wird. Genau, eine Kurve haben wir noch vor uns. Nein, doch. Zwei. Da war ich in der falschen Kurve. Jetzt haben wir noch eine Kurve vor uns, dann geht's auf die Startzielgerade und dann warten wir mal. Ist der Start freigegeben, wie die Startzielgerade im Verhältnis relativ kurz. Aber wir sind ja heute auch nicht so viele Fahrzeuge. Es gab schon Fälle, da mussten die letzten, die waren dann noch in der Kurve unterwegs und das Rennen ging schon los. Das haben wir jetzt auch nicht allzu oft. Heute aber nicht das Problem, das Rennen ist freigegeben, es geht jetzt schon auf T1 zu. Guter Start. Wir sind gespannt. Guter Start vom Gewinner! Der geht vorbei, oder? Dachte ich kurz, aber er hat zu spät gebremst und hinten bleibt alles sauber. Denkste, Konrads gegen Pitriga? Ja. Wenn ich es aber richtig sehe, ist alles sauber. Daniel Bürmer gegen Alex Holzwart da im Hintergrund. Daniel Bürmer geht an Alex Holzwart auch vorbei. Ja, ich kann hier gerade nicht umschalten. Achter Platz. Und Robin Ahrweiler greift Thorsten Pitriga an. Fast der Kontakt. Alles sehr gesittet und human. Manuel Stoje hat die Position an Mike Gilson ganz hinten verloren. Ja, vorne hat es kurz so ausgesehen, als wenn wir einen anderen Führenden bekommen, aber... Goldschmidt, Unfall. Vielleicht Replay einmal kurz, weil relativ ruhig ist der Start. Ich weiß nicht, ich glaube es hat einen Kontakt gegeben. Oh, da kam ein Porsche von hinten. Der ist einem anderen Porsche aufgefahren, der dann wiederum den McLaren angestellt. Definitiv zu spät auf der Bremse. So, und ich denke mal, dass sich das jetzt vorne sehr, sehr schnell auseinanderziehen wird. Aporius vorne weg, vor Gewinner, Konrads, Pitriga. Bredin direkt im Heck vom Pitriga.
mach Druck. Daniel Bührmann Platz 8 hat Alexander Holzwart auch direkt hinter sich. Ja, ich bin gerade überlegen, Holzwart, oh Gott, ja, gut. Ich bin aber überlegen, wer da so Positionen verloren hat. Daniel Ziegelin jetzt aus der Startaufstellung rausgeflogen, aber Daniel ist ja trotzdem Achter. Ich glaube, Daniel hat den Goldschmidt überholt und den Alexander Holzwart. Oh, Bredin weit in Turn 8, doch Turn 8. Hat ein bisschen Boden verloren. Sebastian Unfall! Aktuell mit der schnellsten Rennrunde. Wo Arweiler, ist der Arweiler und Richard Fichte. Wiederholung. So. Aber das Beschalten der Kamera etwas unglücklich. Aber ich glaube, jeder hat gesehen, was passiert ist. Wir werden keine Urteile fällen, weil wir in der Reko sind und darüber noch früh genug urteilen, wenn es denn zur Verurteilung kommt. Gucken wir uns die Spitzengruppe mal an, die ersten schnellen Zeiten. Jetzt Aporius fährt eine 33-2 mal eben aus dem Ärmel geschüttelt. Gewinner 33-4, Konrads 33-6, 34-0, 34-4 in der Reihenfolge die Zeiten. Holzwart ist übrigens an Bührmann vorbeigegangen. Ah, das hatten wir, glaube ich, während der Wiederholung. Und hinten Goldschmidt gegen Stoje. Und vorbei. Beide nebeneinander in T1 reingegangen. Schade, was mit Ziegelin passiert ist. Keine Ahnung. Alexander Kusch gegen Robin Arweiler. Aweiler kann innen vorbeigehen, Richard Fichte zeigt sich ebenfalls. Ja, sehr vorsichtige Fahrweise da auch. Man hört den Porsche früh vom Gas gehen. Das stimmt. Drei Fahrzeuge, die direkt hintereinander sind. Gar noch dicht dran an. Ja. Und Carsten Rosenjäger auch ein Stückchen weiter vorne gewesen beim Start eigentlich. Gewinner schnellste Runde. War 22.000 schneller als Aporius an der Spitze. Richard Fichte geht jetzt möglicherweise an Alexander Kusch vorbei. Konnte sich auf der Startzeit gerade neben ihm setzen, geht etwas später. Auf die Bremse oder nicht so stark und kann ihn dann verbremsen. Genau, da im Rückspiegel sehen wir schon Laurent Goldschmidt. Der wird wohl der nächste sein gleich. Und für wen es jetzt auch eng wird, könnte für Tobias Wiesos werden. Ferrari kann spät bremsen. Und das ja, war. Muss doch schon sehr spitz fahren. Aber innerhalb der Track Limits. Genau. Wie angesprochen, Misano da echt großzügig. Und Laurent Goldschmidt geht übrigens in Turn 8 gerade an Kusch vorbei. Wobei die sind noch nebeneinander. Wobei Kusch bremst. Laurent Goldschmidt vorbei. Ist sogar schon die Kurve vorher passiert. Ich glaube, der nächste Zweikampf, den haben wir im Bild. Das wird nicht lange dauern, glaube ich, bis Carsten Rosenjäger so richtig ernst macht gegen Tobias Wiesos. Aporius läuft die schnellste Runde, 32,7, 8,2, 13 schneller als Gewinner. Zeit, wobei es bleibt.
ein. Oh, da sieht man mal, wie gut der Ferrari einfach durch diesen ersten Sektor kommt. Ich habe erst gedacht, dass Lisaus jetzt die Innenbahn zumacht, aber... Oh, spät, spät, spät. Boah, aber der Ferrari kriegt die Kurve. Lisaus muss da außen rum etwas über die Auslaufzone und ist jetzt mit dem Lambo wieder etwas schneller bei der Geschwindigkeit, die er braucht, um sich wieder vor Rosenjäger zu setzen. Ja. Hier dürfte es eigentlich... Oh je, das wird jetzt kriminell. Oh, und Rosenjäger fährt da rein. Rosenjäger fährt da rein. Ja, aber der Lambo ein bisschen später auf der Bremse von außen. Ja, du hast ja von außen einfach die bessere Linie, weil du einen weiteren Bogen fahren kannst. Aber das ist nur auf ein paar Kurven später vertagt, glaube ich. Ich glaube, da wird es gleich direkt den nächsten Versuch geben. Genau, ein Stückchen weiter hinten. Robin Ahrweiler fährt Richtung Julian Siebert die Lücke zu. Auch das dürfen wir nicht außer Auge verlieren. Das ist aber noch nicht ganz so kritisch. Und auch Stoje ist gleich an Kusch dran. Ja, und jetzt wieder. Erster Sektor, Rosenjäger schiebt Lisaus durch die ersten paar Kurven. Ja, wobei jetzt Lisaus da besser durchgekommen als eine Runde zuvor. Ich glaube nicht, dass es jetzt zur Attacke kommt. Auch für die nächsten dürfte es nicht reichen. Also die Runde vielleicht mal eine kurze Verschnaufpause. Boris von Rützen hat sich in Turn 6 gedreht. Ich meine, es hat zu weit rausgekommen. Aber fährt schon wieder. Robin Ahrweiler ist dran an Julian Siebert. Ja. Hier geht es um den Platz 11. Und im Radio kann ich euch sagen, Konrad war letzte Runde eine halbe Sekunde langsamer als Petriga. Abstand da jetzt auch unter einer Sekunde. Aber Siebert und Ahrweiler sind insgesamt ein bisschen langsamer als Fichte und Goldschmidt, die auf 13 und 14 fahren. Gehen wir eventuell gleich mal eine Vierergruppe. Je nachdem, wie lange es dauert, ne? Ja, noch haben wir ja 50 Minuten. Ja. Also bis jetzt der Fight zwischen Ferrari und Lambo echt unterhaltsam. Oh, der Lambo sehr quer. Aber Ferrari früh am Gas, zu früh am Gas. Bei dem da nicht viel drauf. Ahrweiler 12 gegen Siebert 11. Und wenn die kämpfen, dann kriegen wir die Vierergruppe. Und jetzt wird's kritisch für den Porsche. Der Mercedes ist dran. Ja, Julian Siebert macht aber die Innenbahn zu und zeigt, hier kommst du nicht neben. Ist dann auch schon der Ferrari von Richard Fichter und der McLaren Goldschmidt. Rosenjäger. Ich glaube, wir müssen dahin. Oh. Boah. Musste noch mal nachbremsen, weil der ist einfach so gut durch die ersten Kurven gekommen, dass er dem Tobi Lisaus hinten im Eck gefahren, also nicht reingefahren ist, aber er fährt halt im Kofferraum spazieren, so nach dem Motto.
hoffe, ihr kennt die Redewendung. Und Fabio Petrilla vorne strengt sich an, um an Konrads dran zu bleiben. Oh, Quersteher. Oh, da musst du auch aufpassen, wenn der Lambo so quer steht, dass du den nicht erwischt, Schamek. Das ist eine tickende Zeitbombe, der Zweikampf. Und hinten der Vierkampf, der schiebt sich auch immer weiter zusammen. Julian Sievert, der Lokführer. Robin Aweiler. Da habt ihr alle vier einmal im Bild. Wieder so ähnlich wie auf Kialami, da hatten wir glaube ich auch so eine Vierkampfsituation, wo ja, einer nach dem anderen sich irgendwie, das wird hoffentlich heute nicht passieren, aber ein Fehler darf man sich trotzdem nicht erlauben. Als Carsten Ballmann der erste von dem Ganzen war mit seinem Reiter und alle Multi-21-Piloten da im Umkreis waren. Genau, da hat sich das Team einfach mal gedacht, Wir fahren jetzt geschlossen und greifen an. Lorenz Goldschmidt hat sich gegen Richard Fichte gezeigt. Und wieder Rosenjäger, oh mein Gott. Aber der kam diesmal weit raus. Der fährt trotzdem die Attacke jetzt. Jetzt die Innenbahn. Oh. Aber wieder der Lambo außenrum und kann mehr Schwung mitnehmen. Aber ich glaube, in der Ecke muss es dann auch was werden. Ja. Ich glaube jetzt auch. Wieder zurück auf unsere Vierergruppe. Bitte lasst die Gruppen nicht auflösen, weil sonst wird sich das Rennen ziehen, das sage ich euch. Alle anderen doch recht weit auseinandergezogen, in Respektabständen unterwegs. Jetzt ein bisschen mehr Abstand zu der Dreiergruppe, sage ich mal, vor ihm. Den kann er, glaube ich, relativ schnell da schließen. Ne? Mit dem Kampf um den letzten Punkteplatz ist es auch nicht ganz langweilig, weil da ist noch Alexander Kusch. Manuel Stoje ruckt sich da Zehntel für Zehntel auch näher ran. Abstand jetzt gerade auf Startziel auch nur bei 4 Zehntel. Wieder Rosenjäger gegen Liesaus, aber diesmal ist der Abstand zu groß. Wir können in der Vierergruppe bleiben. Richard Fichte hatte heute schon seinen Moment in Turn 8. Oh, oh, oh. Oh, da vertraut er voll der Bremskraft des Kameras. Ja, da musst du als Rookie Robin Aweiler jetzt auch echt Nerven beweisen. Ne? Nach vorne weißt du, du kannst schneller als Julian Sievert, aber du weißt auch, dass du Richard Fichte da von hinten angeflogen kommt, wortwörtlich. Und dahinter noch Lorenz Goldschmidt. Zu interessant. Unter Reihenfolge wieder die Start 7 hier. Ja? Kein Fahrer bisher mit einer TT wegen Track Limits. Ist ja jetzt auch nicht so uninteressant. Carsten Rosenjäger wieder richtig dran gewesen, aber nicht in der Position, um angreifen zu können. Oh, Rosenjäger!
weil der Audi schon, ach Audi sag ich schon, ja, Lisa ist das letzte Saison Audi gefahren, weil der Lambo gerade am Kurvenausgang schon wieder so ein bisschen quer stand. Das scheint gerade da in der Kurve auch ein Problem zu sein, muss ich sagen. Boah, was macht unser Vierergruppchen? Die haben auch immer noch alle den gleichen, aber der Porsche von Julian Sieb hat mal kurz gezuckt am Kurvenausgang. Aber das meinte ich vorhin auch mit den, mit der Traktionskontrolle, wenn die Reifen langsam ein bisschen abbauen. Wir sind jetzt so aus dem Zeitfenster Quali-Modus raus, jetzt sind die Reifen... Und da verliert Robin Arbeiter das Fahrzeug! Wow. Dann können wir Replay machen, dachte ich. Richard Fichte gegen Lorenz Goldschmidt geht jetzt aber auch vorbei, weil Fichte musste da dem Wagen ausweichen. Beziehungsweise hat er auf die Außenbahn spekuliert, da ist das Fahrzeug aber entlang gerutscht, musste dann da entsprechend abbremsen. Jetzt aber ist das Replay leider schon ein bisschen zu weit weg. Ja, ist nicht schlimm, du hattest ja ein Bild gehabt. Rosenjäger gegen... Ah, Lisa aus, dachte ich schon fast, aber da ist Rosenjäger nicht gut durch die Kurven gekommen. Aber ja, wir haben es ja ein Bild gehabt, hast du gesagt. Ja, genau, Arweiler auf... hat das Heck verloren, im Rechtsbogen. Also da ist ihm das Auto einfach weggebrochen und da hat er es nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Genau, es könnte jetzt zwei Möglichkeiten haben, entweder die Bremsbalance in die falsche Richtung gedreht oder auch grundlegend vom Setup zu unruhig gebaut. Aber dann hätten wir das, glaube ich, schon häufiger beobachtet. Oder ja, einfach die Kurve mal falsch angefahren. Abgenutzten Reifen, oder das, genau. Oder ja, abgenutzte Reifen. Das wird auch zu dem Thema Kreis schließen, den wir gerade schon mal aufgerissen haben. Wenn man schon mal bei dem Thema ist, wir sind jetzt 41:25 Restzeit, haben noch etwa 11 Minuten, bis wir die Rennhälfte erreichen und die Fahrer dann in dem Zeitfenster plus minus, ja, sag mal, 5 Minuten an die Box kommen. Manche machen es noch eher. Ja, Rosenjäger zum Beispiel, der könnte Kandidat für einen Undercut werden. Ja. Oder sogar Overcut. Das wird die Frage sein. Einer von beiden, glaube ich, wird eher reinfahren und der andere dann wahrscheinlich in der Folgerunde reagieren. Oh, Kusch! Auf der 16 hätte er fast das Auto verloren, kommt da off-track raus. Hat aber auch die Position gegen Manuel Stoje verloren. Und damit geht der letzte Punkteplatz aktuell an Stoje. Unser Dauerzweikampf aktuell. Genau. Gefühlt könnten wir sagen, jetzt, dass jede Runde das gleiche passiert, aber es tut es gerade nicht. Rosenjäger konnte neben Lisa ausziehen. Oh. Jetzt geht es gemeinsam nebeneinander auf die Rechtsbögen zu. Da hat Lisa keine Chance mehr, glaube ich. Da kommt er nicht mehr neben. Jetzt ist er vorbei. Da muss aber Turn 10 auch richtig gut erwischt haben, der Carsten Rosenjäger. Ja, vielleicht mal so genommen, dass er nicht nochmal nachbremsen oder lupfen muss. Ich glaube, jetzt wird er auch ganz schnell die Lücke zu Tobias Liesers aufreißen können. Frage ist natürlich, inwieweit er Björn Bredin nach vorne einholen kann. Letzte Runde Björn 34-1, letzte Runde Rosenjäger. Trotz Überholmanöver, schnellste Runde 33-8 für ihn. Er muss aber den Lambo aus dem Windschatten erstmal rauskriegen jetzt. Aber das sollte doch über den ersten Sektor lösbar sein. Aus 4 macht 2. Wir haben Goldschmidt an Sieber dran. Also ganz ruhig wird es für Sieber an der Stelle nicht. Robin Arweiler geht rein. Das könnte auch für deine Reifentheorie sprechen. Ja. Das sind dann die plus minus 9 Minuten, nicht 7 oder 5. Ja, aber er war ja auch derjenige, der sich weggedreht hat. Genau. Kann auch sein, dass die Reifen dadurch jetzt einfach komplett Kratze sind. Aber ja. Goldschmidt macht gut Aufholjagd. Der wurde ja in der Startphase einmal so ein bisschen eliminiert. Ja, er zeigt sich links, er zeigt sich rechts. Aber in und beiden Fällen keine Möglichkeit, da irgendwie nebenzukommen. Ich bin mir relativ sicher, dass Hugh auch gerade Spaß hat. Ja. Zu verteidigen.
der ein bisschen gegenlenken muss, um das Auto stabil zu halten, aber auch Goldschmidt schafft es nicht, gerade raus zu beschleunigen. Damit relativiert sich das für beide Fahrer wieder. Richard Fichte kommt von hinten. Damit machen wir zumindest wieder eine Dreiergruppe auf. Björn 34,1, nur mal eben die Zeiten. Rosenjäger da hinten 33,7, wieder 13. aufgeholt. 14. sogar, Entschuldigung. Moritz von Rutz Box. Was heute nicht passieren kann, was wir letztes Mal auf Kialami durch den Regen als Problem hatten, dass die Fahrer möglicherweise auf Trockenreifen nutzen. Soll auch dem Besten passieren. Genau. Ah, Goldschmidt, der drückte mal ganz schön dagegen, Julian Siebert. Wieder vorbei. Lässt sich aber auch die nötige Zeit, da jetzt kein Angriff zu starten bisher, irgendwie kritisch werden könnte. Julian Siebert hat sein Heck leicht beschädigt. Da muss ich schon mal irgendwie berühren. Oh oh. Gleiches Spiel wie die Runde vorher. Wieder Goldschmidt gegen Julian Siebert. Und Richard Fichte da hinten. Da werden die Scheinwerfer auch schnell groß. Außenrum in Turn 8. Oh, schöne Nummer, Laurent Goldschmidt. Nicht super schlecht. Super Überholmanöver. Oh oh. Und dann zu spät auf der Bremse in Turn 10. Aber geht sich trotzdem aus, glaube ich. Ja, das hat unser luxemburgischer Freund ja richtig stark gemacht jetzt in dem Fall. Damit er jetzt auf P11 vor Julian Siebert, der wahrscheinlich gleich schauen muss, dass er irgendwie Richard Fichte hinter sich hält. Das wird dann die nächste Hausaufgabe für Julian Siebert. Da hat sich das durch die Geduld ausgezahlt. Ja. Auch noch mit einem entsprechend schönen Überholmanöver hat er sich da belohnt. Und wo ein Zweikampf endet, könnte sehr, sehr zeitnah ein neuer beginnen. Björn, letzte Runde, 34,4, Rosenjäger 33,5. Der Ferrari rennt den Porsche. Also beide schon wieder in ein Bild. Und du hattest vor allem gerade im Bild Richard Fichte, der in die Box gegangen ist. Ich glaube, da versucht einer den Undercut. Möglich ist es. Dafür muss der Boxenstopp gut gehen. Oh, Björn hat, glaube ich, auch Probleme mit den Reifen. Vielleicht auch ein Kandidat für einen etwas früheren Boxenstopp. Es würde zumindest Sinn machen, wenn man die Track Position behalten möchte. Wir werden es jetzt sehen. Der Friedrich fährt Turn 15 und bleibt weiterhin auf der Strecke. Erstmal kein Boxenstopp für Jan Brady. Dahinter auch Carsten Rosenjäger, der weiterfährt. Ja, an Rosenjägers Stelle würde ich jetzt auch gar nicht rein. Wobei, Rosenjäger letzte Runde 34,7, da muss ein Fehler drin gehabt haben. Start, Richard Fichte kommt gerade aus der Box. Der freie Fahrt kriegt. Na, Alexander Holzwart. Was sind 2 Sekunden vielleicht? 1,5. Rennhälfte gleich geschafft. 15 Fahrer müssen noch an die Box. Alle, die im Moment in der Punkt sind. Die Abstände haben jetzt tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt ein Momentum erreicht, wo es recht weit auseinander geht. Wobei, jetzt könnte es spannend werden. Fabio Pietriger fährt an die Box.
Sebastian Konrads fährt weiter. Mal gucken, wie schnell Konrads gleich reagieren wird. Rosenjäger letzte Runde 3 Zehntel schneller als Bredin. 1,7 Sekunden der Abstand. Und ich glaube, auch Thorsten Pietriger holt langsam Richtung Daniel Bührmann auf. Vorletzte Runde 3 Zehntel schneller, letzte Runde 6 Zehntel schneller. Eine Sekunde gut gemacht in 2 Runden. Abstand 1,1 Sekunden. Könnte sein, dass der einzige Audi im Feld gleich auch noch mal ein bisschen häufiger im Kamerabild sein wird. So, wo kommt Fabio raus? Das könnte entscheidend werden für den Undercut. Aber die Boxen-Durchstraße hier auf Misano ja extrem lang. Vor allem der Ausgang. Unnötig lang schon meiner Meinung nach. Aber ich glaube, ja, Mike Gilson kommt da auch noch, aber... Einfach Gas geben. Das könnte aber auch jetzt ein Thema für Pietriger werden. Gilson könnte im Weg stehen. Auf frischen Reifen musst du jetzt so schnell wie möglich vorbei und Konrads geht auch sofort an die Box. Da kommt die Reaktion. Auch Björn kommt rein. Konrads fährt weiter. Ach, kein Rosenjäger fährt weiter. Ich denke mal, Rosenjäger versucht den Overcut. Die Rundenzeiten sind eigentlich in Ordnung, die er fährt. Fährt immer noch schneller als Björn. Ja, wobei fährt fast so schnell wie Björn in seiner schnellsten Runde. Boah, Bührmann ganz knapp mit der Boxenstraße. Fast zu schnell. Und Fabio Pietriger ist schon an Mike Gilson vorbei. Und hat sogar schon einen dicken Vorsprung. Jetzt zur Rennhälfte viele Fahrer drin. Ich kann mir auch vorstellen, dass Gilson da jetzt nicht so ernst gemacht hat, um es mal so auszudrücken. Weil er weiß, dass Fabio von ganz vorne kommt. Ja, ist ja auch die Frage, wie viel Zeit verlierst du dann dadurch, ne? Eben. Konrads fährt weiter, Pietriger ist in der letzten Kurve. Wie nah kommt Pietriger Konrads? Die beiden ja schon im letzten Rennen ganz dicht zusammen gewesen und der Undercut von Pietriger ist richtig gut. Jetzt beschleunigt Konrads und kommt gerade so vor Fabio raus. Boah, der hätte keine Runde länger fahren dürfen und auch zwischen... Ach nee, das ist eine Überrundung. Von Rützen. Ja. Jetzt muss ich aber noch die Reifen warm fahren, während Fabio Pietriger die schon warm hat. Aktuell ist das Risiko noch relativ hoch, wenn er noch ein Stück näher dran kommen würde, dass er da auch vorbeigehen könnte. Gewinner übrigens an der Box. Mhm. Ja, da ist Konrads noch nicht sicher. Und es war auf Kialami genau so gewesen. Auch da war Konrads ein bisschen später an der Box. Auch da kam Pietriger mit warmen Reifen und dann hat es Kollision gegeben. Es geht ums Podest in dem Fall jetzt hier. Boah, da sehen wir, wie nah Fabio dran ist. Und da vorne fährt Alexander Kusch, der war noch nicht an der Box. Fährt jetzt aber rein. Die beiden sind unter sich jetzt gleich. Fahrer genießen gerade den Effekt von frischen Reifen. Und so lässt das Licht ins Bild davon. Genau, Gewinner war gerade drin. Guck mal auf Rosenjäger, der fährt ja gegen Bredin im Fernduell und auch Rosenjäger geht jetzt an die Box, Box, Box. Oh, Gewinner greift Stoja an. Ja, aber schnell, kurzer Prozess, zack, weg, nächster, so nach dem Motto.
Und auch Goldschmidt geht an die Box. Fehlt gleich nur noch Manuel Stoje. Und dann gucken wir uns gleich das Feld mal an, wenn alle an der Box waren. Genau. Stoje geht auch an die Box. So, Rosenjäger fährt jetzt wieder los. Wo ist Bredin? Bredin, vorletzte Kurve. Rosenjäger hat sehr weit vorne die Box. Ich glaube, Rosenjäger gegen Bredin, das wird kritisch. Na, Bredin jetzt auf der Startzielgerade. Rosenjäger hat noch 100 Meter vor sich. Bredin Turn 1. Ah, ich glaube, so knapp wird das gar nicht. Scheinwerfer des Fahrzeugs von. Oh, doch, das wird knapp. Oh! Und da hat der Undercut funktioniert. Rosenjäger an Bredin vorbei durch die Boxenphase. Wobei Björn ja schon warme Reifen hat. Grüß dich, Schieb. Hoffe, alles klar bei dir. Hallo. Da schaltest du auch zu dem Rennen jetzt zu, bei dem nicht ganz so viele da sind. Oh, Bredin! Oh, ja, ja. Da hat er kurz überlegt, ob er nochmal auf die Innenbahn fahren soll. Ein bisschen aber spät reagiert. Ja. Deswegen musste er da reagieren und wieder zurückziehen. Unter Verwendung der Bremse. Mit dem Risiko, das Auto da zu verlieren. Und Fichte gegen Goldschmidt wird auch eng. Oder auch nicht. Das passt. Nein. Ja. Der Nissan hat ein Update bekommen. Da muss er. Ja, Mensch, da frage ich mich, warum du noch keinen Gaststart gegengelegt hast. Nächste Strecke ist Snettert. Ja, das ist vielleicht ganz interessant. Nächste Strecke ist Snettert. Tu dir keinen Zwang an. Zumal hier sowieso die Distanz gerade alles wegdominieren. So, Konrad und Fabio Petriga weiter knapp zusammen. Rundenzeit noch sehr identisch. Große Frage bleiben. Kommt es da eventuell noch mal zu einem Angriff? Gewinner überrundet gerade. Aber auch das sieht gut aus. Dass es nicht immer gut gehen muss, haben wir auf Solder gesehen. Ja, deswegen hatte ich kurz geschaut, weil es sah auch kurz ein bisschen merkwürdig aus. Julian Siebert muss richtig Boden verloren haben. Der ist nur noch 16. Was ist denn da passiert? Weil der war ja auch in unserer, der Anführer unserer Vierergruppe quasi. Mhm. Er ist ja von Goldschmidt, ja, um seinen P11 beklaut worden, sag ich mal. Mit dem Überholmanöver außenrum. War ich habe auch 12. heute. Aber jetzt kaum. Ja, kaum was auf meinem Zettel draufstehen, weil es passiert echt wenig. Mhm. Ja. Leider 4 Porsche auf den Plätzen 15 bis 18. Björn Bredin sticht da raus auf Platz 6. Noch Platz 6, der heizt Rosenjäger da ordentlich ein. Also zwei potenzielle Situationen, die wir im Auge halten müssen. Wo es vielleicht nochmal zu einem Angriff kommen könnte auf den vorderen Plätzen. Frage ist ja auch, inwieweit die Fahrer vielleicht schon Katz gesammelt haben. Das ist auch nochmal ein interessanter Faktor. Robin Ahrweiler, Manuel Stoje sind aktuell um die 1,3 Sekunden. Das ist vielleicht auch nicht so ganz aus dem Mittelklassen. Ich denke, ich werde heute wieder versuchen, Fahrer zu kriegen, die noch nicht im Interview waren. Ja. Da gibt es so ein, zwei Qualifikationen, vielleicht sogar drei. Oh, Fabio. Vorne. In der Rosenjäger-Kurve hätte ich jetzt fast schon gesagt, in Turn 10. Spannenderweise, Rosenjäger war bei seiner Aufholjagd immer das schnellere von den vorherigen Fahrzeugen, sage ich jetzt einfach mal. Und jetzt gerade ist er der langsamere zu Bredin und Liesaus. Trigger spät auf der Bremse gewesen.
weit neben der Strecke. Zumindest was in der Qualifikation schon so eine Runde gesagt hat. Fabio Pietriga mit einer 33,1 als schnellste Rennrunde. Das ist auch eine stramme Rennzeit. Das ist das, was ich so im Ferrari erwartet habe. Aber krass ist einfach, dass die Nissans vorne 32er Zeiten fahren. Oder zumindest ganz, ganz tiefe 33. Haben wir gerade einen potenziellen Zweikampf, der hier auf den Platz 13 gehen könnte. Manuel Soria liegt vor den Arbeitern. Die Fahrzeuge sind jetzt direkt hintereinander. Zwei Runden warten, was er macht, dass sie ein bisschen mehr als anderthalb Sekunden oder um die anderthalb Sekunden auseinander. Konrad ist ein bisschen mehr drauf, weil Gilles ihn überrunden lassen muss. Alles reibungslos. Genau. Zumindest bis jetzt. Ja. So was könnte ganz schnell rennentscheidend werden im Kampf ums Podium. Erstmal wieder zurück auf den Plätzen 13, 14, wobei ich sehe, dass der Abstand zwischen Konrads und Pietriga aktuell bei unter einer halben Sekunde liegt. Da müssen wir definitiv drauf schauen. Ich hab's schon im Bild. Die fahren gerade wieder auf Turn 10 zu. Das sind dann auch die, ja, sag ich mal, einzigen beiden Zweikampf- oder potenziellen Zweikämpfe im Moment. Ja. Aber immerhin geht's ums Podest hier in dem Fall dann gleich. Ja. Und Fabio Pietriga macht jetzt im zweiten Stint noch einen frischeren Eindruck als im ersten Stint. Im ersten Stint ist die Lücke ja ein bisschen aufgegangen zu Konrads, vor allem Richtung Ende des Stints. Und jetzt ist er richtig am Pushen, richtig am Kämpfen, um ein Ferrari-Podium hier einzufahren. So viele Ferrari-Podien haben wir diese Saison auch noch nicht gehabt. Das kannst du laut sagen. Wieder der Ferrari-Sektor. Ja, vor allem Turn 4, 5, 6 ist ja die Stelle, die der Ferrari einfach liegt. Und da vorne sehe ich schon wieder eine Überrundung. Julian Siewert kommt. Der wird aber mit all seiner Erfahrung sicher kein Zündlein an der Waage sein. Aber da kam Fabio jetzt richtig gut durch. Das könnte zumindest mal ein Warnschuss werden, dass er da ist. Hat aber relativ früh gebremst. Boah. Jetzt Turn 10. So nah war er noch nicht dran. Relativ vorsichtig der Ferrari-Pilot erstmal. Die beiden ja einen riesen Abstand nach vorne und nach hinten. 8-8 nach vorne zu Gewinner und 10 Sekunden zu Rosenjäger. Lücke zwischen Bredin und Rosenjäger geht ja langsam auf jetzt. Robin Ahrweiler war direkt dran an Manuel Stoja auf der Start-Zielgeraden, hatte aber dann eher gebremst. Dadurch kam es dann nicht zu einem Zweikampf. Aber vielleicht jetzt hier. Gleiche Situation, wobei die Fahrzeuge aus 2000 sind. Ja, was sag ich? Julian Siewert hält sogar links an, um da eben die beiden
Podiumsfighter vorbeizulassen. Da will er dann doch nichts, also nicht reinplatzen. Genau. Reinplatzen wird aber gleich Marcel Aporius in unseren anderen Zweikampf zwischen Stoje und Ahrweiler. Aber im Hintertreffen. Ah, es ist gleich wieder der Test, ob die Backmarker sehen, dass da der Führende von hinten kommt. Das letzte Mal, als Aporius im Zweikampf aufgelaufen ist, da wurde er berührt. Titel ist jetzt als berühren, das ist recht ohne Bewertung. 32,8 letzte Runde, mein lieber Scholl. Davon Boxenstops betrug der Abstand zwischen 1 und 2 ja um die 2 Sekunden. Jetzt ist er bereits auf 8,5 Sekunden angewachsen. Manuel Stoje. Das sah kurz aus, als wenn er nicht ganz sauber durch die Kurve gekommen ist. Ja, und jetzt haben wir genau den Fall. Jetzt ist Aporius dahinter und muss etwas Zeit verlieren, sagen wir mal so. Jetzt macht sofort Ahrweiler Platz. Ja. Häng dich dran, Jung. Häng dich dran an den Führenden. Ja, das macht er auch. Das ist ein bisschen Verzögerung. Genau. Stoje kennt es aus der letzten Saison schon mit den Überrundungen. Hat gut funktioniert. Klar, ein bisschen Zeitverlust musst du als Führer immer einplanen. Oh, guck dir an, der Ahrweiler, der wieder vorbei. Da macht jemand Druck. Vor allem Druck ist noch größer zwischen Fabio Petriga und Sebastian Konrad. Da war der Abstand gerade sogar nur auf 3/10. Und Rosenjäger bekommt auch langsam wieder vom Bredin Besuch, hätte ich fast gesagt. Aber das ist die Überrundung zwischen. Boah. Dort auch bei 3 und 4 kommt eine Überrundung, Alexander Kusch. Und das ist eine ganz üble Passage jetzt hier. Ach ja, Kusch, guck dir das an. Auch er hält sich da raus. Also da soll sich noch einer über die Backmarker beschweren. Wirklich dickes, dickes Lob an alle. Die paar Zweikämpfe, die wir haben, die werden jetzt auch nicht gefährdet. Ahrweiler, Stoje. Ahrweiler ist dran. Boah, da beißt du dir als Rookie die Zähne aus, glaube ich. Ja. Ist auch nicht ganz so effektiv, meiner Meinung nach, durch die Kurven gefahren. Der war da schon zu dicht innerhalb der Kurven an dem Vordermann dran. Aber was wir nochmal unterstreichen müssen, immer noch kein Fahrer mit einer DT wegen Track Limits. Also ja, noch weniger als 15 Minuten jetzt zu fahren. Hätte ich nicht erwartet, ich bin ganz ehrlich. Aber wer weiß, wie viele Fahrer jetzt mit drei Warnings auf der Strecke unterwegs sind und Schiss haben, da irgendwie nochmal doch noch eine Warning zu kriegen und dann doch nochmal durch die Box zu müssen. Man könnte es selber. Schiss haben. Tut mir leid. Umgangssprachlich Respekt davor haben. Genau, das kann man so sagen. So, und während wir uns die ganze Zeit hier unsere Zweikämpfe angucken, müssen wir Richtung Bührmann und Petriga, nämlich den Thorsten, da ist der Abstand jetzt auch bei einer halben Sekunde. Ach, schau mal an, da bildet sich dann doch noch mal was. Drittes. Und ich sag dir, selbst wenn Bührmann die Position verliert, der wird mega happy sein, dass er überhaupt in den Top 10 fährt. Ja. Kann sagen, was man möchte, aber der Kopf, der spielt auch immer eine gewisse Rolle. Auch im Training, wenn man da auf der Strecke unterwegs ist, vielleicht seine oder als Ziel gesetzten Zeiten nicht setzen kann, vielleicht ein paar mehr Cuts hat, als man sich wünschen würde, die Zeiten entsprechend rot in der Zeit-Tabelle sind. Ja, und ich finde, im Rennen ist das immer noch was anderes, weil du ganz anders mit der Stresssituation dann umgehst, deinen Fokus nochmal ganz anders hast. Genau.
Man fährt ich weiß bei Rennen, mir zu gut, ich bin im Rennen immer noch mal ein Stück schneller als im Training und da kann ich noch so oft im Training ja. die Strecke gehen. Genau das wollte ich gerade auch sagen. Man fährt im Rennen tendenziell immer noch mal ein bisschen schneller als im Training. Und quetscht die letzten Prozente raus. Diese letzten Prozente braucht auch Fabio Petrillo im Kampf um das Podium gegen Sebastian Konrads. Das schiebt sich immer unglaublich zusammen in Turn 8, 9, 10. Es braucht noch diesen einen Moment, um da einfach mal den Angriff starten zu können. Der fehlt bislang. Jetzt ist er sehr nah dran, aber es zieht sich auch nach der Kurve wieder ein bisschen auseinander. Das ist ja ein guter Effekt, den man kennt. Auf den Plätzen 13, 14 tun sich Gewinner. Nichts. Wer passt mit Zoe aneinander geraten. Okay. Aber das war auch sehr. Diese Schwankungen in den Abständen gerade. Ich habe nicht die Entstehung gesehen, das sah aber sehr optimistisch aus. In Turn 2 in 3 zu bremsen vom Gewinner. Und auf diesen Zweikampf vorne, Ahrweiler gegen Stoje, läuft unser Zweikampf im Bild jetzt auch auf. Und Ahrweiler bremst gerade in Turn 8 und ist gleich die Berührung vorbei. Berührung nicht der Rede wert. Innen rein in den Apex. Aber schon mehrfach gesehen heute. Ja, leichter seitlicher Kontakt. Und jetzt müssen wir wieder zu Fabio Petrillo direkt hin. Oh Gott, oh Gott. Uiuiuiui. Er muss die Lenkung aufmachen. Dadurch verliert er jetzt erstmal ein bisschen Zeit. Ja, aber nicht viel, weil du kannst ein bisschen mehr Schwung aus der Linie mitnehmen. Und Björn Fredin fährt und ruckt sich da ran an Carsten Rosenjäger. Auch das ist ja nicht ganz so unbedeutsam. Björn Fredin will ja die Lücke zu Marcel Aporius jetzt nicht komplett aufreißen lassen. Ganz schön viele Autos da. Genau. Alexander Kusch auf der 15 und hinten Julian Siebert auf der 16 zwischen den Fahrern. Mein Gott, und der Rosenjäger zieht da rein. Ja. Die Kusch lässt beide vorbei und jetzt hat er den Teamkollegen im Nacken. Siebert hat noch den Linksblinker an. Mit dem Teamkollegen lässt sich es aber noch mal ein bisschen besser klären als mit anderen Fahrern. Ja. Das ist klar. Lässt Denk Julian Siebert vorbei. Strecke 19 Grad Luft inzwischen. 3 Minuten vor irgendwie Mitternacht. Moritz von Rützen hat sich im Turn 8 gedreht. Da hat ihn das Heck überholt. Petrillo aktuell 17 auseinander. Das ist der mit der größte Abstand, den wir in den letzten Runden zwischen den beiden Fahrern hatten. Ah, ich fürchte fast, dass die Luft jetzt gerade ein bisschen raus ist. Bredin Rosenjäger aktuell um die 1 Sekunde Abstand. Auch da angewachsen. Es plätschert gerade so ein bisschen Richtung Rennende. Daniel Dürrmann bekommt aber Druck durch Thorsten Petrillo, der nur noch 14 Abstand zu Daniel Dürrmann hat. Aber die waren vorhin auch schon mal bei 14 und so richtig was passiert ist da jetzt auch nicht. Zoe lässt sich übrigens auch nicht von Ahrweiler abhängen, ne? Ahrweiler hat die ganze Zeit Druck gemacht und jetzt fährt Zoe da tapfer auch noch hinterher. Minuten haben wir noch. Nicht mehr viel Zeit.
geht ein Rennen zu Ende, was etwas meiner Meinung nach zur Tageszeit gepasst hat. So einige schöne, interessante Momente hatten wir auf jeden Fall. Ganz große Action. Ach, die junge Träger war dran, halt, Konrad. Wir haben jetzt Mitternacht. Da wäre fast der Knall zur Stunde gewesen, zum Tageswechsel. Jetzt ist die Lücke aber richtig groß. Man könnte meinen, jetzt braucht es langsam ein Wunder, dass Fabio da noch vorbeikommt. Aber ich sag mal so, so ein Rennen ist dann auch ein Zeichen dafür, dass es wohl eher wenig Rekoarbeit gibt. Ja. Wenn es Rekoarbeit gibt. Und jetzt die letzten paar Minuten stellt sich natürlich die Frage, wer hat die Reifen besser behandelt. Moritz von Rützen geht nochmal in die Box. Pass mal auf, der fährt jetzt die schnellste Runde gleich. Kann man so machen. Nur leider keinen Punkt dafür. Ich habe nächste Saison auch mal drüber nachdenken. Das stimmt. Und zumindest den Backmarkern dann noch was zu liefern. Oder wenn du ein schlechtes Rennen hattest. Dann siehst du plötzlich, wenn 5 Minuten vor Ende die ganzen hinteren Plätze in die Box gehen oder die Plätze generell die Abstände nach vorne und hinten so groß haben, dass niemand vorbeigeht und dann auf die Rundenzeiten jagen. Und das steigert dann das Risiko des Scheiterns, wenn man zu schnell in die Box fährt. Genau. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. So. Da gibt's die Durchfahrtsstrafe. Das kann's nicht sein, ausgerechnet Björn. Oh mein Gott, das gibt's doch nicht. Björn, was machst du denn? Ah, oh, und ich weiß, den wird's ärgern. Der wird ins Lenkrad beißen. Und vor allem, wenn du dann der erste Fahrer bist, der jetzt diese DT holt. Und diese DT tut dir richtig weh. Der wird Position verlieren. Mal gucken, wie weit das zurückgeht. Vor Daniel Bührmann wird er ja wahrscheinlich wieder rauskommen. Alex Holzwart könnte knapp werden. Nee, doch auch. Kommt Alex Holzwart vorbei. Oh, bitter. Ach du Schande, echt. Eieieiei. Und Daniel Bührmann bekommt 5 Minuten vor Rennende auch nochmal extrem Druck von hinten. Da war der Abstand gerade nur noch bei 2 Zehnteln. Da kommt das blinkende Licht von Thorsten Pietriger, was in der Nacht noch ja, krasser im Rückspiegel erscheint als am Tag. Und Konrads und Pietriger haben auch Flashlight benutzt, um Robin Ahlweiler aus dem Weg zu kriegen. Guck dir das an, vorne ist sogar noch enger. Also ganz kurz in der Hairpin fast Stoßstange an Stoßstange durch. Was kriegen wir auch 3 Runden, würde ich sagen. Genau. Letzte Kurve, die beiden fahren in die nächste Runde. Björn rein. Unterdessen auf 8 rausgekommen. Genau. Gibt's vielleicht einen Angriff auf die letzten Minuten? Weniger als 4 Minuten. Pietriger ist dran. Ist da aber auch wieder zu weit weg. Innen unterwegs. Kann sich da ranbremsen. Bringt ihm aber nichts, weil das einfach zu spät ist. Er hat da nicht die Möglichkeit, in die reinzukommen. Und Daniel Böhmer, der wird wohl auch froh sein, wenn das Rennen gleich vorbei ist. Auch da noch 3 Runden und Thorsten Pietriger ist auch dran auf Startziel. Oh Mann. Pietriger ist Böhmer auf den letzten Minuten anzugreifen. Oh, Böhmer erwischt T1. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Da kommt das Auto aber für Turn 2 und 3 noch gut genug positioniert. Da macht er den Lichthupe. Da will einer noch mal Druck ausüben.
und das steigert das Risiko auch nochmal mit den Track Limits. Ja, vor allem wenn du jetzt wirklich am Limit unterwegs bist und jetzt ist Thorsten Petringer richtig da dran. Und macht nochmal die Lichthupe. Ich weiß nicht, ob da was vorgefallen ist. Ich glaube nicht. Boah, da kannst du nicht in rein. Oh, der versucht Außenball. Daniel Bührmann hält die Linie hinzu. Oh. Okay, da geht's jetzt richtig zur Sache bei den beiden. Ich muss aber einmal ganz kurz gucken, ob da was vorgefallen ist. Weil mich wundert das gerade. Ja. Dass da so viel Flashlight benutzt wird. Du hast ja das Bild im Moment offen. Ich schau mir eben schnell die letzten Runden an, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da was war. Ey, das war die Strafe für Björn da in dem Moment. Das ist tatsächlich nur Druck ausüben. Fabio Petriga ist dran. Jetzt so nah wie nie. Er schicht innen rein und kann dran vorbeigehen. Jetzt eventuell die Möglichkeit für einen Konter durch Sebastian Konrads, aber nein. Einmal Replay bitte. Der Positionswechsel zwischen den Plätzen 3 und 4. Jetzt noch mal eine Wiederholung. Da ist genau das, was du vorhin in der Streckenvorstellung angesprochen hattest. Die Innenbahn, da reinstechen. Oh, stark gefahren von Fabio Petriga. Da gab es nochmal das Blinklicht von Konrads, aber ich würde beurteilen, dass da alles in Ordnung war. Ja. Aber das ist ja auch von uns nur von außen. Auf jeden Fall ist Konrads jetzt noch nah dran. Letzte Runde und das ist richtig kriminell da gerade. Konrads hat nochmal zweimal die Lichthupe betätigt. Geht jetzt weit und Fabio Petriga holt sich da jetzt vielleicht die letzten Meter. Und da, ich gehe mal noch mal näher ran in meiner Perspektive und guck mir das noch mal an. Aber ich glaube, das war eine saubere Dive, die Fabio Petriga da gesetzt hat. Ist super rausgekommen aus Turn 8, ist in Turn 9 reingestochen. Und ich hab's erwähnt. Und ja, was soll ich sagen? Konrads hat dem Moment einfach die Tür aufgemacht. Da ist die Tür aufgegangen. Da gab es tatsächlich dann jetzt in dem Fall noch den Positionswechsel auf die letzten Sekunden. Daniel Bührmann hat im Moment Luft. Da kommt aber Thorsten Petriga nicht so nah dran. Genau, hat aber auch noch eine Runde vor sich, aber von wegen nicht nah dran. Guckt ja da, ja, wie nah dran Thorsten ist. Jetzt doch. Moritz von Rützen schreibt in den Chat, dass ihm das für den Startunfall leid tut und dass es nicht sein Tag gewesen ist. Ich kann mich jetzt gerade gar nicht an den oder einen Unfall in der Stadt. Ja, das war, als Goldschmidt unter anderem mit rausgekegelt wurde. Aber Moritz, mach dir da keine Sorgen. Notfall noch kurz mit den Fahrern sprechen gleich und dann denke ich mal, dass das relativ easy geklärt wird. Anita has finished the race. Ach! Dann haben wir es verpasst, oder auch nicht. Marcel Aporius bleibt Erster in der GT-Challenge, gewinnt die Spazierfahrt von Misano, muss man schon fast so sagen, mit einem riesen Abstand. Das kam jetzt aber trotzdem ein bisschen plötzlich. Zweiter und Fabio, ja, Marc Gewinner vielleicht kurz, genau, Zweiter und Fabio Petriga im Bild gehabt, dritter Platz, Ferrari-Podium. Ich müsste eigentlich ganz kurz nachgucken, ob es das erste eventuell sogar diese Saison ist. Und du könntest, glaube ich, weiter durchgehen. Ja, Platz 4, Sebastian Konrads hier noch unterwegs. Da Carsten Rosenjäger auf der 5. Dann haben wir Tobias Lisaus, der aktuell 6 Platzierter ist und durch die letzte Kurve kommt, auf die Startzielgerade zufährt. Abgewunken wird übrigens auch gerade alles ab P11. Die eine Runde zurückliegen. Lisaus demnach jetzt auf der 6 über die Linie gekommen. Alexander Holzwart kommt Bührmann-Petriga auf Platz 7 und Bührmann-Petriga schalten wir drauf. Da genau, ist es nämlich nochmal sehr eng. Ja, die sind nämlich noch im Fight. Ja, wobei jetzt kommt nur noch die letzte Kurve. Da darf nichts schief gehen. Ja, und Bührmann fährt die 9. Position. Ein Start. Oh, der darf das Auto da jetzt nicht verlieren. Das ist eine denkbar ungünstige Position, um da Schlangenlinien zu fahren. Ich wollte gerade sagen, ja, der freut sich, aber das wäre fast zu früh gewesen. Genau, dann wäre die Position nämlich noch weg gewesen. 3/10 der Abstand zwischen Bührmann und Petriga. Das ist auch interessant, wie man sich so über einen 9. Platz freut. Aber das ist doch genau, sind die Ergebnisse und die Momente, wofür die Liga dann auch steht, dass jede Position einfach entsprechend gewürdigt werden muss. Ja, und ich wollte dich nicht unterbrechen in dein
durchgehendes Ergebnis ist. Genau. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich mir gleich meine Leute sammle. Wir machen es gleich am besten einmal von vorne, was wir in der Reihenfolge haben. Da sind die Nissans nochmal hintereinander unterwegs. Ja, Marcel Aporius gewinnt etwas plötzlich. Naja, zumindest die Zielüberfahrt, die kam etwas unerwartet. Hatte ich einfach nicht auf dem Schirm, aber wir sind doch noch rechtzeitig drauf gekommen. Nach 38 Runden Rennsieger mit 11 Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Marc Gewinner, der da auf dem zweiten Platz ist. Dann Fabio Pietriger auf der 3 nach dem Angriff in den letzten 5 Minuten gegen Sebastian Konrad, der jetzt Vierter ist. Carsten Rosenjäger haben wir auf dem 5. Platz vor Tobias Lisas auf der 6 und Alexander Holzwart auf der 7. Dann Björn Bredin, leider eine Durchfahrtsstrafe, die einzige in diesem Rennen. Damit auf die 8 leider zurückgefallen, aber 8er. Daniel Bührmann konnte den 9. Platz verwalten, hat ihn ins Ziel gebracht. Mit 13. Vorsprung vor Thorsten Pietriger, der auf der 10. ins Ziel kam. Dann Lorenz Goldschmidt, bereits in der Box angekommen, auf der 11. Richard Fichter auf der 12. Robin Ahrweiler, Platz 13. Manuel Stoja auf der 14. Julian Siebert auf der 15. Alexander Kusch, 16. Michael Gilson, 17. Und Moritz von Rützen auf der 18. Daniel Ziegelin, leider... ja, gar nicht erst antreten können durch einen Disconnect. So, ich sammle mir mal eben meine. Da kam die Nachricht, die Freigabe an die Fahrer. User left your channel. Und der Max holt unsere Interviewgäste für den heutigen Abend. Ich bin gespannt, wen wir gleich zu Gast haben werden. Ja, da gab's im dunklen Nachtrennen von Misano dann nochmal die Situation in den letzten Minuten. Ja. Muss man jetzt einmal kurz... oder jetzt hat man die Gelegenheit, mal kurz durchzuatmen. War schon interessant. Sehr sauberes Rennen, so wie man es gerade von außen beurteilen kann. Man hat ja aus dem Kommentatorenschulen nicht die Sicht auf alles, aber insgesamt doch ein schönes Rennen gewesen, was wir heute sehen durften. Genau, und mit der Aussage bin ich wieder zurück und ich habe mir heute... ja gut, Fabio ist vielleicht noch der Normalo auf unserem Interviewbogen heute. Wir kriegen aber 2 Exoten dazu und es wird luxemburgisch. Cool. Lorenz Goldschmidt, Daniel Bührmann und Fabio Pietriger sind heute bei uns im Interview. Schönen guten Abend an euch drei. So, und wie das so für uns üblich ist, arbeiten wir uns einfach von den Positionen immer weiter nach vorne. Sprich, wir fangen mit Lorenz einmal an. Erstmal herzlich willkommen im Interview. Ich glaube, das ist dir bis jetzt noch gar nicht passiert. Guten Abend. Nee, noch nie. Genau. Das erste Mal. Deswegen, ich habe die Zuschauer auch extra schon ein bisschen vorgewarnt. Wir haben heute ein bisschen deutsch-luxemburgisch auf der Agenda stehen. Du bist uns schon auf Kialami eigentlich positiv aufgefallen, bevor dann dieser Boxenstopp-Fauxpas passiert ist. Und auch heute an sich sehr positiv gewesen, Platz 11 am Ende. Wie ärgerlich war die Startkollision am Anfang? Weil du wurdest ja unter anderem auch erwischt. Ja, ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, es war aber der von Rützen, ne, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Irgendwie, ich habe ihn nur im Rückspiegel noch gesehen. Die Lichter kamen immer näher, immer näher, immer näher. Und ich dachte doch, der wird jetzt bremsen. Nee, hat nicht gebremst, ja. Dann war es, aber ja, was soll man machen? Kommt vor, ja. Genau. Kalt, alles kalt. Hat man sich schnell mal unterschätzt. Ja, und nochmal zurückzukommen zu Kialami. Jetzt haben wir auch mal rausgefunden, dass bei Regenrennern die Reifen nicht markiert sind. Weil der Haken nämlich war bei mir nicht drauf. Okay. Deshalb habe ich die Reifen nicht gewechselt. Das wusste ich vorher nicht. Das hatten wir auch ziemlich schon fast gedacht, weil mir ist das letzte Saison auch schon mal passiert und vielen anderen Fahrern ist das letzte Rennen auch passiert. Dann haben wir uns bei dir schon das Gleiche gedacht. Ja, trotzdem eine starke Aufholjagd heute gewesen. Wie war die Challenge denn in der Nacht zu fahren? Wie waren da jetzt deine Erfahrungen gewesen? Ja, bei Nacht, ja, das geht eigentlich, weil ich bin es gewohnt. Vorher bin ich nämlich Gran Turismo gefahren. Ich fahre jetzt seit ja, gut 6 Monaten oder so, erst ACC. Es geht, sagen wir mal so, es geht. Ist nicht mein Lieblingsrennen bei Nacht, aber es geht.
Die erste Saisonhälfte hast du ja dann geschafft. Und wenn du sagst, du bist ganz frisch auf ACC umgestiegen, wie zufrieden bist du denn mit deinen bisherigen Abschneiden dann jetzt? Und was nimmst du dir für die zweite Saisonhälfte vor? Noch weiter nach vorne zu kommen. Aber das wird schwer, extrem schwer. Aber nee, ich bin zufrieden. Also auch vom Spiel her ist ja wirklich schon so. Ich bin nur eben mit dem Setup, ne? Ich kann gar nichts von Setups. Ich muss mir da immer ein bisschen helfen lassen, aber ja, irgendwie klappt's nicht so richtig. Okay, da bin ich aber gespannt, wo es noch hingeht, wenn dann die Setup-Erfahrung noch dazu kommt. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, wir verfolgen deine Entwicklung sehr gespannt. Und wer weiß, vielleicht bleibt es nicht das letzte deutsch-luxemburgische Interview in dieser Ja, Saison. hoffen wir es. Ich würde mich Dann freuen. Ich hoffe, ich habe gut. es einigermaßen verstanden. Und nochmal Glückwunsch an Position 1, 2, 3. Podium. Aber die waren wirklich die Zeiten, da kann man ja nur jetzt von mir aus jetzt der Träume davon. Okay. Danke und wegen dem Verständnis, ich glaube, das hat sehr gut funktioniert. Okay, dann bin ich zufrieden. Danke ich euch auch. Kein Thema. Dann, nächster Halt, Daniel. Ja, bei dir, wir wussten wir ja ganz, ganz genau, wie das Rennen auch vielleicht schon auf der Kippe stand heute. Ja. Und jetzt am Ende haben wir 9. Platz da stehen. Und jetzt kannst du mir ja gerne mal sagen, wie zufrieden du bist. Also, ich bin sehr zufrieden, weil ehrlich gesagt hatte ich den Audi heute überhaupt nicht gut auf dem Schirm, weil ich gestern Abend gemerkt habe, dass der Audi richtig beschissen fährt. Und dass das heute so gut lief, ich war echt überrascht, weil von der Konstanz her alleine lief das viel besser als gestern. Da muss ich die Frage einfach stellen, wie viele Cuts hast du gehabt? Drei. Seit wann? Seit so halbe Stunde. Also Gut. halbe Stunde Rest. Deswegen waren die letzten Runden wirklich schwierig zu halten, wenn man einen Betrüger hinter einem hat, der die ganze Zeit 3 Zehntel hinter einem ist und dazu bedenken muss, dass man nicht zu sehr cutten darf, weil man sonst eine DT bekommt. Gut, dann hast du mir quasi auch schon die Frage beantwortet, weil ich wollte dich auch noch fragen, wie stressig war das jetzt am Ende mit Thorsten Petriga da im Nacken? Ja. Gut, aber wir haben deine Donuts im Bild gehabt. Persönliches Ende der ersten Saisonhälfte dann jetzt wahrscheinlich erstmal, ne? Ja, und vor allem nach dem letzten Rennen auf Kyalami, wo gar nichts mehr lief. Aber ja, nochmal jetzt Gas gegeben. Gut. Dann, ich denke mal, die zweite Saisonhälfte soll in einer ähnlichen Richtung dann jetzt erstmal gehen, bei dir auch, ne? Am besten. Alles klar. Ja, und wenn wir dann schon bei persönliches Ende der ersten Saisonhälfte sind, dann kommen wir noch zu Fabio Petriga. Meine Hoffnung im Ferrari, der jetzt inzwischen schon zweimal hintereinander aufs Podium gefahren ist. Aber die Nissans da ganz vorne, die sind ein Brett im Moment, oder? Außer Reichweite, keine Chance. Also die Zeiten, die sowohl im Quali als auch im Rennen gegangen sind, sind nicht zu erreichen. Da war P3 auf jeden Fall das Maximum heute. Okay. Dann vielleicht ein paar Worte zu dem Zweikampf mit Sebastian Konrads, vor allem Richtung Ende. Gefühlt ein Dauerbrenner. Also ich denke, durch unsere sehr ähnliche Pace sind wir jetzt schon auf verschiedenen Strecken unter verschiedenen Bedingungen nah beieinander gewesen. Und das hat sich heute auch wieder gezeigt. Im ersten Stint hatte er die Nase vorn. Da habe ich zum Ende hin abreißen lassen müssen. Der leichte Undercut hat mich wieder ein bisschen rangebracht. Und ja, im zweiten Stint sind ihm die Reifen dann ein bisschen eher eingegangen. So hatte ich das Gefühl. Und ja, deswegen konnte ich zum Ende hin dranbleiben, unter Druck setzen. Und die eine Lücke, die sich dann auftat, die habe ich dann genutzt. Ja, zwei Fragen ergeben sich daraus. Jetzt hast du denn im Vergleich zum ersten Stint was anders gemacht noch? Irgendwie die Reifen ein bisschen vorsichtiger noch angefahren oder irgendwas beeinflusst, dass für dich der zweite Stint insgesamt auch besser lief? Ich war einfach ein bisschen fokussierter. Im ersten war ich ein bisschen zu verkrampft, habe mich zu sehr auf die Rundenzeiten versteift und im zweiten habe ich dann wirklich nur versucht, das Beste rauszuholen und das hat ein bisschen besser funktioniert. Sehr schön. Und dann, ja, der Überraschungsmoment, da auch ein dickes Lob von uns nochmal. Wir haben es tatsächlich in der Vorberichterstattung, nenne ich das jetzt mal, schon erwähnt, dass dieses Turn 9, Turn 10 Ding ein Thema werden könnte. Und ich muss sagen, echt Respekt. Ferrari-Bremse genutzt, die Lücke genutzt und dann ab dafür.
Ich meine, das war auch letzte, vorletzte Runde war das, meine ich, ne? Vorletzte, genau. Also ich hatte schon die zwei, drei Runden davor gemerkt, dass er in ein, zwei Kurven recht früh auf der Bremse war. Deswegen die Vermutung, dass ihm die Reifen leicht eingegangen sind. Und das war eben genau so eine Stelle. Und da man die ja tendenziell eher außen anfährt, um dann einen späten Apex zu haben, ja, habe ich die Chance dann da gesehen. Habe gemerkt, meine Reifen haben noch ein bisschen mehr hergegeben und ja, bin dann möglichst weit innen geblieben, damit das ohne Kontakt ablief. Und ja, bin natürlich die ganzen Runden, das ganze Rennen davor eigentlich immer dahinter geblieben. Vielleicht hat er auch deswegen nicht unbedingt damit gerechnet. Und ja, vorletzte Runde war dann allerhöchste Eisenbahn. Ja, schön. Und dann auch hier nochmal die Frage, die erste Saisonhälfte ist jetzt getan. Wo könnte es denn noch hingehen in der zweiten Saisonhälfte? Siehst du dich irgendwo noch, wo man den Nissans mal so richtig gefährlich werden kann, dass wir noch einen italienischen Sieg vielleicht sogar in der zweiten Saisonhälfte sehen? Das wäre sehr schön. Ehrlicherweise sehe ich gerade wenig Möglichkeiten, weil sie wirklich auf allen Strecken wirklich echt richtig gut waren. Sowohl, ja, eigentlich beide. Und ich meine, ja, es kommen auch sehr verschiedene Strecken. Es nennt das ein typisch britische Red Bull Ring, eher Highspeed. Ah, es wird schwierig. Einfach das Beste rausholen und ja, vielleicht kommen sie sich ja mal ins Gehege und dann kann man da vielleicht von profitieren. Gut, dann danke auch dir für das Interview. Dann vielleicht, um den Zuschauern mal so ein bisschen Hoffnung zu geben, dass wir vielleicht nicht jetzt noch den Rest der Saison nur Nissan-Siege kriegen. Sheep hat ja vorhin schon mal gesagt, der Nissan hat irgendwie nochmal ein Update bekommen. Das wird sich bei LFM auch rumsprechen. Ich gehe fast davon aus, da wir mit der LFM-Bob fahren, dass das früher oder später auch sich auf die Bob niederschlagen wird. Hier hat der Nissan jetzt, glaube ich, nochmal 23 Kilo rausgekriegt. Nur ich bin fast der Überzeugung, dass das auf den nächsten Strecken auch nochmal ein bisschen anders aussehen wird. Und die Hoffnung liegt einfach darin, dass das Feld vielleicht dadurch ein bisschen enger zusammengeschoben wird. Nur das können wir nicht beeinflussen, das müssen wir einfach abwarten, um ein bisschen Hoffnung für die nächsten Streams zu geben. Nicht, dass da keiner mehr einschaltet, wenn da jetzt immer Nissan vorne wegfährt. Und damit, Nick, jetzt zu dir noch. Wobei es ja bei einem Rennen nicht nur um den Sieg, wobei im größten Teil geht es vielleicht um den Sieg, aber es gibt ja auch noch andere Stellen im Feld, wo man dann entsprechende Zweikampf- oder Mehrkampfsituationen beobachten kann, was dann auch mal ganz interessant werden kann, wie wir auch heute zwischenzeitlich da mal sehen durften. Wer das nächste Rennen nicht verpassen sollte, sollte sich das folgende Datum merken. Das ist der 26. April, Uhrzeit 19.30 Uhr, sowie auch bei dem bisherigen Rennen in der ersten Hälfte der Saison. Es geht zum fünften Lauf auf Snetterton. Bestimmt die Lieblingsrennstrecke der meisten Fahrer hier im Feld. Zumindest hat die Rennstrecke unsere Abstimmung oder war in unserer Abstimmung ganz weit vorne, als gefragt wurde, welche Strecke denn mal gefahren werden soll. So, ja, das war's für heute. Das war Misano bei Nacht. Wer nichts verpassen möchte, gerne den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Dann werdet ihr sogar benachrichtigt. Wenn euch das Rennen gefallen hat, gerne auch mal ein Däumchen da lassen. Und in diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis hoffentlich in 2 Wochen auf Snetterton. Schönen Abend und tschüss. Ciao.